Oh nee. Oh nee. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Oh nee im hitzigen, weiß ich nicht, im hitzigsten Tag der Woche, wurde mir gesagt. Guck mal meine Seite, liebe Anne. Die ist gerade so schnell reingeflitzt wie ich eben. Ja, wir starten heute mit einem neuen Livestream zum Thema Quilten. Dazu habe ich eine Expertin an meiner Seite und ich freue mich total, dass sie da ist, die liebe Linda von Yuki. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Guck mal, für dich gibt es einen Sonderapplaus, finde ich ganz toll. Dann hätte ich gerne aber auch den nächsten Sonderapplaus für die beiden, die uns heute hier ertragen müssen, uns Doppelpack der, sag ich mal, Spontanität und Energie. Nämlich einmal die Karin. Hallo. Herzlich willkommen, Karin. Und die Anne, die kriegt auch einen Sonderapplaus. Hallo. Die war auch schon öfter hier. Guck mal, es wird mehr. Zweimal. Es wird mehr. Das freut mich. Und die beiden waren schon mal jetzt gemeinsam, nämlich mit den Dortmunder Herzkissen zusammen und haben schon damals so kleine Schnipselchen hier zusammen genäht. Eine tolle Sendung, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und heute hat es euch wieder hierhin verschlagen. Warum? Ja. Liebe Karin. Wir wollen mal gucken, wie Quilten mit der Nähmaschine geht. Quilten mit der Nähmaschine, genau. Wir fangen jetzt heute ja ganz besonders an. Und Anne, dich verschlägst du, du willst jetzt hier demnächst wohnen, habe ich gehört. Was Neues lernen. Wieder was Neues lernen. Wieder was Neues lernen, das ist so, klingt so spannend. Klingt so spannend. Und das Schöne ist, meine Lieben, es heißt Quilten und nicht Kilten. In der ganzen Redaktion, was kiltet ihr denn? Ich so, wir kilten gar nichts. Warum Quilten, Quilten, Kilten? Sag es mir. Du bist heute die Expertin, liebe Linda. Ich freue mich, dass du aber da über, bist. Über Aussprachesachen bin ich nicht so wirklich die Expertin. Doch, aber eine tolle Aussprache. Und hintereinander ist doch immer Quill. Ist auch Quill. Ne? Ja. Es ist Quill. Also es heißt nicht Quilten, sondern Quilten und das tun wir heute. Und die Linda, du hast ein Beispiel mitgebracht. Ich habe ein paar Beispiele mitgemacht, damit man sieht, wie man ziemlich einfach schon mal was machen kann. Ja. Weil es gibt natürlich sehr komplizierte Sachen, das werden wir später auch sehen. Aber am Anfang am besten was Einfaches. Anfangen mit Vierecke. Kleine Vierecke, große Vierecke und damit kann man schon gleich ein tolles Spiel machen. Ja, immer weiterreden, auch wenn ich gehe, ist völlig egal. Ja, und damit kann man schon mal anfangen. Hier kleine Kissen, damit kann man, wie heißt es nochmal, den Platz? Platzdeckchen. Platzdeckchen, danke schön. Das wollen wir alle platzen, Platzdeckchen nennen. Genau. Platzdeckchen, das sind schon mal tolle Projekte. Kleine Kissen. Naja, andere Beispiele. Wir können auch genau alles Mögliche, bevor man dann direkt so eine große Decke näht. Weil das ist direkt eine große Arbeit. Würde ich nicht mit anfangen, wenn man Anfängerin ist. Ich halte sie jetzt einmal trotzdem. Ich habe sie heute frisch gewaschen. Ist noch von meinem Sohn damals, die Babykrabbeldecke. Zeige ich gleich. Aber herzlich willkommen, das ganze Team. Der Kurt, der Martin hinter der Theke, der ganz viel geleistet hat. Und alle schwitzenden Kameramänner, die lustigerweise, vielleicht kann da mal einer ein Bild drauf halten. Läuft der Ventilator da an deiner Kamera? Zeig den mal. Läuft der? Da, ist der wirklich an? Sauerei. Oh, wir haben keinen. Wo ist meiner? Ehrlich, ja. Okay, der ist nicht an. Ich hoffe, der wird gleich angestellt. Also, so, wir kümmern uns hier wunderbarerweise. Ja, ich hole gleich meinen Fächer, wo habe ich den? Egal, gelassen. Also, wir sind in der Quilt-Sendung. Und Quilten ist so ursprünglich mal von so Decken gekommen. Ne? Hatten wir mal, egal, wer Wikipedia lesen kann und sich fortbildet und gleich du auch noch dein Referat abhältst über Quilten. Das sind ursprünglich Steppdecken. Ich bin dafür, der Martin legt sich die gleich um bei der Hitze, damit er so richtig schön ins Schwitzen kommt heute bei der Sendung. Nein, brauchst du nicht. Der hat auch sein Schnurrbart heute passend zum Sendung kassiert. Ich habe auch gefragt, wer denn ist eigentlich. Der hat einen Army-Schnitt und das Schöne ist, Schnurrbart gemacht. Er hat gesagt, er hat sich verrasiert heute. Ja, das hat er auch erzählt. Aber ich denke, ihr wollt es einfach passend zum Sendung Amis haben. Ja, irgendwie. Der muss nur noch seine Pony schneiden und dann ist er perfekt. Das, du hältst ihn fest und ich mach das gleich. Ja, ja, ja. So, am Ende der Sendung kriegst du den Pony geschnitten. Auf jeden Fall Steppdecken. Ne? Karos, hattest du gerade schon gesagt, sollte man mit anfangen. Die ist jetzt natürlich sehr, sehr ebenmäßig und ja, das sind schon schöne große Stoffstücke zerschnitten worden. Aber wir machen gleich was anderes. Wir fangen auch an mit Vierecke heute. Heute machen wir das Patchwork, also das Stückeln von den Teilen. Und dann bei der nächsten Sendung machen wir den nächsten Schritt. Also das Freihandquilte, Handquilte, Stitch in the Ditch und wie es auch alles heißt. Das machen wir, wenn es ein bisschen weniger war.
warm ist. Das okay, ist, also das ist kurz, echt zu warm. Kurz vor Weihnachten. Also sowas ist, das, ist die Ursprungsidee vom Quilten. Stoffstücke aneinander nähen. Ich habe jetzt mal eine von diesen Decken mitgebracht, die auch ganz viele zu Hause auch machen. Auch für Kinder eignet sich das ganz hervorragend. Oder auch alle Stoffreste zusammen und dann so mega schönes Plaid über ein Sofa oder ein, das Bett, wollte ich sagen. Ich kann schon nicht mehr. Auf jeden Fall, darum geht es heute in der Sendung. Schnell wieder weg, ist viel zu warm. Ich muss noch auf was aufmerksam machen, meine Lieben. Oh, ich brauche meinen Fächer. Wo ist mein Fächer? Martin, gehst du gerade da hinten rum? Der grüne Fächer. Ich kann ohne den Fächer nicht. Der grüne, hinten an meinem Platz, liegt der oder liegt der hier? Ah, egal. Ich muss ja vor die Kameras, damit du was sagst, wenn ich was sage. Du darfst natürlich nicht fächern, weil sonst Interferenz mit deinem Mikrofon entsteht. Dann musst du pusten gleich. Nee, komm, ein bisschen, gib mir mal mein... Ich werde dir verrückt. Lieber Jochen, wie hast du das in der letzten Woche ausgehalten? Was? Interferenz. So, was das kommt dürfen jetzt? Wir alles nicht, genau. Also, wir haben hier noch, ganz schnell für alle, eine Facebook-Aktion laufen. Und zwar läuft hier auf der www-Seite, auf der Facebook-Seite vom Blabla-Café. Und ist nicht nur für Gruppenmitglieder, also für alle geöffnet. Und da verlosen wir ein paar schöne Disco-Stecknadeln. So. Und noch so ein paar süße Kleinigkeiten von Prim. So, jetzt dürft ihr grinsen. Und vom Blabla-Café und natürlich von der Firma Yuki noch so Geschnurksel, was man braucht. Und was wichtig ist, wir stellen heute noch mal von Vlieseline. Nee, komm her, pass auf, ich schaff das. Rasterquick. Und da bleibt mit Sicherheit heute was übrig. Und das wird dafür auch noch mal mit in der Gruppe verlost. Also ihr könnt noch schnell auf die Facebook-Seite da einen netten Kommentar hinterlassen. Und vielleicht mit etwas Glück seid ihr dabei. So, das habe ich auch gemacht. Und während der Sendung verlosen wir noch was. Das muss ich jetzt eben einmal durchhecheln und dann können wir anfangen. Wir verlosen noch ein kleines süßes Paket, auch mit Yuki-Zubehör, Stiften, die übrigens sehr gut schreiben. Und hast du schon probiert? Ja, ich sag immer, ich brauche ein paar davon noch. Und dem Quiltfuß geschlossen, der war diesmal dabei, auch wenn wir nicht Freihand quilten heute. Aber dieser Quiltfuß geschlossen ist heute, wird mit in der Verlosung verlost. Und jetzt, liebe Linda, wie nennt man dieses Teil? Nupsi. Wollte mir keiner glauben, wir haben es jetzt Jojo genannt. Der Yuki-Jojo. Offiziell heißen die Rollerclips. So, liebe... Aber Regie, einfach alles, was du keine Name für hast, einfach Nupsi. Habe ich auch gesagt, wollte aber keiner. Also die heißen Rollerclips. Ja. Okay, also Rollerclips sind auch noch beim Gewinnspiel dabei. Und noch ein paar ganz süße Anhänger von der Firma Dortex, die auch noch mit rausgehen. So ein paar Kleinigkeiten. So, das kommt während der Sendung, am Telefon bleiben. Facebook, Telefon. Jan, habe ich alles gesagt? Alles sehr schön, danke. Super, wir können anfangen zu schneiden. Mädels. Gott sei Dank. Gut. Zum Zuschneiden. Du wolltest bügeln? Nee, ja, das auch. Sie, pass auf. Das Bügeln. Das Bügeln geht das. Achso, der Timer. Ja. Nee, das macht ihr gleich. Ich erkläre euch, wie es jetzt geht mit Zuschnitt. Ihr bügeln und dann sind wir da. Wir müssen. Schaltest du bitte den Timer? Ja. Jetzt. Sag. Timer starten. Timer starten. Jetzt, gut, der Timer läuft. Okay, gut, wir haben den Timer gestartet, wir können loslegen. Okay. Du gehst schon mal mit den Damen zum Zuschneidetisch. Ich muss was zu trinken holen und ich bin gleich wieder dabei. Linda, du kannst weiterreden. So, wir schneiden Viereckchen zu und das kann man mit sowohl einer Schere als mit einem Rohrschneider machen, aber ich bin beim Quilten ein großer Fan von der Rohrschneider, weil man sehr genau entlang einer Lineal zuschneiden kann. So, diese Lineale sind dafür perfekt. Die gibt es von mehreren Marken und die sind einfach sehr toll. Ich nehme hier einfach ein Läppchen. Oder wollt ihr diese benutzen unbedingt? Nein, okay. Du kannst das Läppchen nehmen. Kann man gut sehen. Erste, was ich mache, ist ein gerade Kante anschneiden. So. Und dann bestimme ich, wie groß meine Vierecke sein müssen. Ich würde jetzt sagen, lassen wir anfangen mit 8x8. Das ist nicht zu klein, nicht zu groß und da können wir was mit spielen.
Also kurz gucken, wo ist die 8 cm? Jetzt kommt die Chefin wieder, ne? Ich. Jetzt lachst du auch mal einmal ganz kurz, ne? Hast du auch alles schön erklärt, worauf wir hier arbeiten? Alles schon? Ich habe das nicht mitbekommen. Nee, das hab ich habe dann erzählt über Rollschneider. Aber erstmal über Rollschneider. Da hast dann habe ich, da gibt es unterschiedliche Rollschneider. Das ist meine persönliche Rollschneider. Das sind die meist vorkommende Rollschneider. Nein, der ist richtig schön. Weißt du auch warum? Weil du zuckst nämlich schon wieder. Der hier, ich muss jetzt mit ne, Getränk in der Hand, da muss man diesen... den Schutz, den muss man immer wegziehen. Und das ist natürlich dann gefährlich. Ne? Ja. So, wenn man es mal vergisst. Noch eine schöne Anekdote. So, über. Dann jetzt kommt ein Anekdötchen zu, wenn man mit diesen Rollschneidern, ne, wenn man die liegen lässt, dagegen baselt und die runterfallen. Jetzt du. Dann fallen die runter und ich hatte eine mit einem Methangriff, also eine sehr schwere. Und die ist runtergefallen, auch auf einen Tag wie heute. Und jetzt fehlt mir da ein Stück Nagel auf eine Zeh. Und das reicht an Anekdote. Ja. Also wir wollen jetzt hier bei der Hitze. Mir wird gleich schlecht. So, mir auch. Wedeln dürfen wir nicht, ich habe mir schon was zum Tupfen mitgebracht. So, der von Prim, der hat diesen Cover, der automatisch weggeht, sobald ich da drauf drücke. Und das ist echt, das ist super. Da hat man nicht so viel Angst. Also ja, du musst es nicht mit der Hand zurück. Nein, du musst gar nichts machen. Du musst echt nur rollern, drücken und schwupps, die Wupps geht das damit. Aber man muss drücken. Ja, das muss drücken musst du. Ja, mit dem brauche ich nicht drücken. Ja, wir sind ja jetzt erstmal bei dem. Ja. Siehst du? Naja, das liegt am Messer. Das hat schon Macken. Vielleicht. Na, guck mal. Ja. Bist du denn eher der Rollschneider oder eher der Scherentyp, liebe Linda? Ich bin ein Scherentyp. So. Aber beim Quilten würde ich immer einen Rollschneider empfehlen. So, und was ist, ohne Druck. So, und was ist jetzt bei dem Ding das Besondere? Du hast sie so in die Hand, ja. Und du machst alles in einer geraden Linie. Ja. Und ohne Druck kannst du dann einfach... Das ist speziell für Leute, die zum Beispiel sehr viel arbeiten und dann kriegt man irgendwann Krämpfe. Ja. Oder Leute mit Arthritis. Dafür ist diese auch. So, jetzt wissen wir schon mal gleich, welche Altersgruppe wir beide ansprechen. Ohne Druck einfach rollen. Super. Das wir beide können ja, machen. Ja, das kann man auf jeden Alter kriegen. Arthritis, ja, weiß ich. Jetzt lassen wir uns nicht über Krankheiten sprechen. Komm, wir waren beim Quilten stehen geblieben. Also, und? Super. So. Echt klasse. Gut, hervorragend. Und die hat auch einen Schutz. Oh, aber die nee. Muss man selbst. Britta, ein Teilnehmer im Chat braucht deine Hilfe. Okay, ich guck mal eben kurz im Chat rüber. Die Sunny, von welcher Marke ist der Rollschneider von Linda? So, jetzt haben wir den Salat, jetzt muss es raushauen. Martelli. Martelli. Und die gibt's für Linkshänder und für Rechtshänder. Das oh, ist das hier, ist ne? Gut. Rechtshänder. Ja. Super. Damit hätten wir die Frage schon mal ratzfatz beantwortet. So ja. Schnell kann das hier gehen. Wenn ihr live eine Frage stellt, dann, ne? Immer schnell raus, entweder im Chat oder im Chat. Echt? Oder anrufen. Ja, oder vielleicht im Chat. Oder im Chat. Ich habe schon eine Frage. Oder wie war es mit dem Chat? Genau, wie war denn deine Frage? Man kann aber übrigens hier live fragen. Wenn ich sowas hier nicht habe, aber so ein normales Lineal, also noch nicht mal mit Rundung, so ein, kann ich damit auch arbeiten oder muss ich mir sowas Ich würde empfehlen, sowas zu machen, weil mit diesem muss ich alles vormarkieren. Weil ich habe hier natürlich all meine parallelen Linien, ja. Wodurch ich auch wieder, wenn ich hier sage, nou, mache ich erstmal wieder den gerade Linie. Hab ich die. Du hast den Schutz drauf. Ja. Auch gezeigt. So. Guck, dann brauche ich nur hier zu gucken, 8 cm, meine Linie ja. Hinzulegen. Und mit das so einem Lineal. Muss ich mit Nadeln wieder stecken oder. Oder Kreide oder was ja. Dann auch. Aber ich muss es markieren. Und deswegen, ja. Deswegen empfehle ich beim Quilten auch einen Rollschneider. Weil dann kannst du auf diese Weise arbeiten. Auch mit einer Schere muss ich alles vormarkieren. Stimmt. Oder man kann, wenn man natürlich jetzt einen Karo-Stoff benutzt, schön an der Karo-Linie entlang schneiden. Klar. Wenn man nur auf Karo-Quilts spezialisiert ja. Ist, kann man. Ja. Okay, gut. Also das haben wir alle begriffen. Da gibt es auch, ja. Denke ich mal, keine weiteren Fragen zu. Also man braucht so ein bisschen Equipment wie so eine Matte. Da gibt es kleine und große Matten. Es gibt verschiedene Sorten Rollschneider. Und dieses Lineal empfiehlt sich auch dann anzuschaffen. Ne? Das ist natürlich so eine Sache. Ja. Das wünscht man sich dann, hatten wir gerade schon zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu Ostern, zum Jahrestag, zum, ich weiß nicht, Valentinstag. Es gibt so viele Tage, an denen man was schenken kann. Dann, ne, lasst euch aus. Liebe ja. Partner, um das jetzt mal im Gender zu sagen. Ne? Ja. Es gibt ja auch nähende Männer. Ja.
Wenig, genau. Aber ja, die gibt es. Okay, das heißt, haben die jetzt schon eine Aufgabe, die beiden, damit die... Die können jetzt mal ihre Stoffe, die sie schon vor der Sendung ausgesucht haben, ja, Vierecke zuschneiden. Sie dürften von mir selbst aussuchen, welche Größe die Vierecke haben. Aha. Also die dürfen erstmal einen ordentlichen Stapel Vierecke zuschneiden. Was können ist ein ordentlicher Stapel? Ja, guck, wir machen jetzt für diese Sendung ein Kissen. Also 50 mal 50, dass wir darauf hinkommen. Also entweder 25 Stück 10? Von 10 mal 10 ja, oder... Jetzt geht's ans Rechnen, jetzt lassen wir es. Jetzt müssen wir rechnen können, das merken wir dann schon beim Zuschneiden. Ich würde sagen, ihr macht erstmal gleichmäßig, ja, ne, farblich euch, farblich euch vorstellbare Farbzusammenstellung. Nachdem wir gebügelt haben. Ihr dürft endlich bügeln. Ihr hattet euch den ganzen Tag schon aufgefreut, ne? Endlich, ja, alles klar. Ja, aber die frieren, die beide Damen. Ich weiß auch nicht, warum die so... Die sind total hier... Die sind noch nicht mal ansatzweise, kommen die in Schweiß, ne, die beiden. Die rennen sogar. Das sieht nur so unfassbar aus. So, Linda. So, wir nehmen auch mein Zeug mit und setzen uns an den Tisch und reden über Quilten. Das ist gut. Ich nehme mein Glas mit und wir reden über Quilten. Mein Glas steht da, glaube ich schon. Ich lauf mal wieder mitten durch den Kamera. Ja, aber wichtig ist ja nicht auf die gelben Kabel treten, deswegen schlupfst dich die mal eben. Sitzt du jetzt? Ja, du sitzt mal da. Ja. Du willst ja erst nur reden, ne? Du willst ja gar nicht nähen. Ich will gar nicht nähen. Nee, du musst aber nähen. Die müssen erst zuschneiden. Ja, aber ein bisschen nähen müssen wir ja noch, also sonst muss ich gleich nähen. Oh, Entschuldigung. Ja. Naja, Quilte. Quilte gibt es schon so lange, als es Menschen gibt. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, welche war der Staubsauger. Passiert. Also ganz gut. Freitag Nachmittag mit 35 Grad ist das Moment zum Staubsaugen. Also ich weiß. mach mal bitte den Dauerdampf aus. Und das war es. Nicht den, ich wollte mal schwitzen. Noch ein bisschen Wärme in das Raum reinbringen. Und danke. Also jetzt nur so viel dazu. Das ist ja eine Live-Näh-Show-Sendung und hier können auch alle mitmachen. Gerne mitmachen, wie man sieht, live entweder im Studio mitarbeiten, mit Dampf erzeugen und nähen, schöne Sachen mitmachen oder eben als Gäste auch hier bei uns bei sein. Das ist eine wunderbare Sache. Kommt vorbei hier in Dortmund. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Es ist ja etwas warm. Es empfiehlt sich zwischendurch mal so einen kalten, nassen Lappen in den Nacken. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Also, wann war ich hier das erste Mal? Januar, Februar? Ja, es war schön warm hier auch. Es war hier unglaublich warm. Also viel Unterschied merke ich hier nicht wirklich. Das Einzige ist, dass ich jetzt schön im T-Shirt bin und damals gekleidet war auf Februar, also eine dicke Wollhose anhatte. Ja, und du hattest noch so ein Strick, ja, so ein Polunder hattest du noch an, wo ich mir nur dachte, das ist aber gewagt. Ja, ja, aber du hast mir nicht gewarnt. Du hättest mir warnen sollen, dass ich was Sommerliches anziehe. Aber Menschen reagieren auch unterschiedlich auf Hitze. Ich zum Beispiel vertrage sie gar nicht. So, wir waren beim Quilten, meine Liebe. Ja, also hier liegt mein schönes Yuki-Quilt, das ich eine Weile zurückgenäht habe. Das ist eine Kombination von Techniken, also Stücken zusammen mit Applizieren. Und dann ist alles durchgesteppt mit Stitch in a Ditch. Also kein Freihand. Kein Freihand. So, jetzt hast du ganz viele Vokabeln auf einmal hast du jetzt gebraucht. Ne? So, du hast gestückelt. Ja. Was stückeln? Die Teilchen zusammengenäht. Genau, das heißt, du machst erstmal irgendwie eine Fläche nach deinen Wünschen, nach den Resten, die man so hat. Ja. Man kann alles Mögliche, was so klein ist, alles verwenden. Jetzt hast du hier ein bisschen größere genommen. Okay, egal. So, ja, das ist das Stückeln. Aneinandernähen von Stoffteilen. Dann, was dann? Applizieren. Die Buchstaben habe ich dann mit einem Zickzackstich oder einem Applizierstich einfach wieder auf das Gestückelte genäht. Wunderbar. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal verstanden. Ne? Da ja, können wir noch mal einmal zeigen. Also man nimmt dann hier so einen kleinen Zickzackstich und kann dann entsprechend das, was man, das Motiv oder ein Schriftzug, was auch immer, das kann man dann auf die auf das Stück, was man halt gerade produziert, drauf applizieren. Das machst du aber jetzt erst auf die Fläche, wenn du alle Fläche, wenn du die oberste Fläche, diese Showfläche fertig machst, ne? Es gibt hier erst diese Fläche, also genau, das Gestückelte. Darauf sind die Buchstaben, ja, appliziert. Dann wird die Padding, also den Vlies dahinter gelegt und dann den Rückseite. Und dann habe ich es durchgesteppt. Und hier siehst du dann auch wieder, die Buchstaben habe ich auch ausgelassen. Ja. Und deswegen entstehen dann hier die Lücke.
Okay, das heißt, wir drehen das schnell wieder rum. Ja. Wir haben eine Showseite. Ja. Und eine, die unten liegt. Ne? Ja, genau. Die sieht und man das auch ist, nicht so immer. Diese ist für der gedacht, um an der Wand zu hängen. Es gibt natürlich auch, die man aufs Bett legt oder auf den Couch legt und so weiter. Das ist aber auch ein gutes Teil für ein Hundekörbchen, ne? Oder für ein Katzenkörbchen. Ja, ja. Falls man so ein ganzer Yuki-Fan ist, kann man dann auch zu Hause im Prinzip alles damit ausstatten. Ja, so, ja, genau, genau. So haben wir das auch vor. So sieht meine Wohnung aus zum Beispiel. Echt? Nur in Pink, rosa blau und blau? Ja. Ja, ja, genau. Sehr schön. Und überall Yuki-Logos? Das ist ja, so muss ja. Das auch sein. Okay. Stitch in the Ditch. Ja, Stitch in the Ditch. Das heißt im Nahtschatten nähen. Also man zieht die Naht so auseinander. Mhm. Man sieht speziell hier, wie gut ich da drin bin. Also wir wollen jetzt mal zeigen, wie gut die Linda ist. So. Das ist aber auch verdammt schwierig. Und je nachdem, an welcher Naht man angekommen ist, wenn man die ganze Zeit näht und steppt und dann kann man mal abrutschen, aber dann muss man das eben wieder so ein bisschen zusammenschieben. Genau, und alles wenn das ist Ganze so hängt, das ist natürlich im Allgemeinen beim Nähen, ob man Bekleidung näht oder quilt, guck nicht zu doll auf die Details, die sieht eh niemand. Nein, man soll auch nur in die Augen gucken. Ja, genau. So. Okay, das war das eine Beispiel. Ja. Also das ist klassische... Anfänger zusammen puzzeln, ausprobieren, also mit allen Stoffresten, die man so hat. Deine nächsten Beispiele, die du mitgebracht hast. Ja, das sind mein Körbchen. Also die zieht man dann auseinander mit den Dings. Ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig. Körbchen. Das ist erstmal ist es für mich ein Kreis. Ja, jetzt ist es erstmal ein Kreis so. Und da habe ich Freihand aufgequiltet. Ja. Vorderseite, Rückseite, Schrägband umgenäht. Und dann hat mein Kollege an der falschen Seite den Drücker gemacht. Du hast doch schon gesagt, du wolltest das nicht sagen. Lieber Kollege, wer es auch immer ist, sie wollte es gar nicht sagen. Sie ist so rausgerutscht. Ja. Wir haben ja den Namen nicht genannt. Und dann, guck, dann ist es ein Körbchen. Ja, okay. Es wäre schöner, wenn ich hier mein Yuki-Logo wieder hätte und nicht hier an die andere Seite, aber... Aber wieso, sag mir doch mal, lässt du ihn dann jetzt nicht mal sowas nennen, den Kollegen? Kann der das nicht? Muss er das nicht mal lernen? Schickt den mal im Blabla-Café vorbei, ja. Der soll mal hier auch noch mal mitquilten. Für ja, das ist gar kein schlechtes Idee. Ja, für den Fauxpas, den er sich hier geleistet hat, kann er das mal machen. Okay, das heißt, Freihandquilten hatten wir auch schon eine Sendung zu mit der Darlene Salin. Na, liebe Grüße noch mal zum Bodensee. Sie guckt mit, guck mal, da steht sie. Sie guckt mit. Ach, guck mal, da ist sie. Hey, Christine! Christine ist da, wunderbar. Yeah. Auf jeden Fall, da haben wir eine extra Sendung drüber, auch nochmal sehr zu empfehlen. Wenn ihr mal nachschauen wollt, unter www.blabla.café, da ist unsere Homepage, da könnt ihr immer alle Sendungen samt wunderbar geschriebene Artikel nochmal nachlesen. Ja. So, meine Liebe, hier hast du das ordentlicher gemacht als Freihand gequiltet. Ja, hier habe ich einfach abgesteppt. Also dann einfach parallele Linien gezogen. Womit machst du diese parallelen Linien? Mit einem Geradstich auf der Nähmaschine. Ja, und aber dass sie so schön parallel sind? Wattierlinie. Wattierlinie? Ja, das Lineal, das fast jede Maschine dabei hat. Ja, das meinte ich ja. Ja. Genau. Genau, das die steckst du hier drin und dann kannst du so schön... Wir machen das mal eben einmal kurz vor. Also ich, wenn ich darf, obwohl du jetzt hier die Yuki-Expertin bist. Ja, wir haben das ist jetzt schön an der Nähmaschine. Das ja, das hast du dir gut ausgedacht. Wir haben hier hinten da diesen Schnupsi da, dieses Loch, wo man... Ach, jetzt habe ich die auch noch abgemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Nicht das Füßchen dabei abmachen, sondern das Das kannst du auch abmachen und dann wieder ranmachen. Ja, das ist das Tolle an der Maschine. Man kann alles an- und wieder abbauen. Genau. So, und jetzt kommt das dann da einfach durch und man muss mit ein bisschen Gewalt. Nein, nein, mit Gefühl. Oh, Gefühl und Druck. Ich benutze immer gerne Gewalt. Nein. Also, Karin ist mit mir einverstanden. Auf jeden Fall. Nein, also... Man muss bei dieser Maschine hinten nichts anderes machen, außer hier dieses richtige Loch treffen und dann vorsichtig mit zartem Gefühl das dann auf die entsprechende Abstand hier reinstecken. Hör auf Britta. So, und dann kann man da ganz geschmeidig sich seine Lieblingsabstände wählen und kann dann immer hier die Naht entlang, ich kann das auch mal eben kurz, ich nehme mal eben nicht die Yuki-Seite, tut mir jetzt leid, aber da sieht man es etwas besser für die Kamera. Wir drehen es auch sofort wieder um. Dann kann ich das halt immer hier praktisch so dran entlang führen und kann da entsprechend meine Linien richtig schön parallel ziehen. Und das ist in meinem Standardzubehör natürlich dabei. Ne? Ja. Das ist auch ganz praktisch. Ohne das kann man auch wirklich nicht gut quilten, absteppen. Okay, schnell wieder hier rein ins Körbchen, husch, husch. So, das ist schön
in Salmiakform gemacht und hier bist du im Kreis gelaufen. Ja, da bin ich im Kreis gelaufen. Und? Im Kreis. Hast du es genauso gemacht auch mit dem? Ja. Oder hast du einen speziellen anderen Fuß noch damit mitgebracht? Damit kannst du auch den Abstandsfuß nehmen. Mhm. Die hat dann an der Seite so ein kleines Lineal, aber das ist im Prinzip egal. Ja. Wie lange die Linien parallel sind, ist das, ist geht es das wurscht. Wunderschön. Genau. Du hattest aber noch ein paar, wenn wir hier schon mal gerade sitzen und uns über das Quilten unterhalten, aber willst du jetzt wirklich noch ein Referat halten über das Quilten? Na, ich will zwei Beispiele zeigen. Das machen wir aber... Weil, guck, wenn ihr meine Beispiele seht, dann denkt ihr, ne, das Quilt ist auch nicht wirklich beeindruckend. Deswegen will ich mal... Doch, es ist sehr beeindruckend. Und wie? Ich will gerne von Birgit Schüler ein Beispiel zeigen. Jan, kannst du das einblenden, bitte? Ich höre kein Ja. Lieber Jan, was denn? Einmal bitte die Website einblenden oder Facebook-Seite. Von Birgit Schüler, die creativebits.biz. Okay. Das ist ein... Wir sehen das jetzt auf dem Fernseher und die Zuschauer sehen das auch mit. Deswegen ich gucke unglaublich intelligent. Nein, wir sind unglaublich intelligent. Hallo? Alles gut. Gucke ich immer so? Nein, guck mal, jetzt sind wir... Das Format gefällt mir persönlich auch besser. Ja, aber wenn ich... Nein, tu mir ja nicht. So, jetzt kommen hier Creative Bits. Ja, genau. Mach mal den Slideshow an, Jan. Ja, guck hier, wow. Die macht echt Kunst. Das ist echt unglaublich gut. Und die macht auch, das ist alles freihand gequiltet mit der Nähmaschine, gestückelt erst. Und die hat wirklich ein unglaublich tolles Gefühl dafür. Das ist phänomenal. Ja, das ist wirklich phänomenal. Aber da gibt es ja auch eine ganz große Szene eigentlich. Und das ist ja, man muss aber schon so ein Farbempfinden und Farbgefühl haben. Und das ist schon wirklich dem Malen sehr, sehr ähnlich. Ne? Also ich würde mir das ganz ehrlich, ich habe ja ein gruseliges Farbempfinden und ich würde auch nie eine schöne Kombination rauskriegen. Da wäre ich schon vollkommen mit überfordert. Aber ich bin mal gespannt, was unsere beiden Damen da gleich zaubern mit ihrem Farbgefühl. Und zeig jetzt mal Ted Storm. Ted Storm ist eine niederländische Quilterin. Wir hatten den Fullscreen. Ja, klick mal auf Fullscreen Size. Ja, guck mal. Das ist alles vom Hand appliziert und Hand gequiltet. Sie arbeitet Amish-Stil. Also das ist Amish in Amerika. Ja, die ist Amish-People. Ja, genau. Deswegen Martins Schnurrbart heute. Ach, der wusste praktisch, dass du ein Beispiel für den Amish-People bringst? Ja. Ach so. Na dann, habt ihr euch abgesprochen heimlich? Der hört echt ganz gut zu. Ich habe gleichzeitig den Mann im Ohr und euch. So. Gerade komme ich ein bisschen mit meinen Ohren in den Konflikt. Brauchst du noch ein drittes Ohr? Sollen wir mal gucken, ob das wir eine Chirurgie-Sendung machen demnächst? Ja. Darum bitte nochmal. Es ging darum, dass der Quilt von den Amish People in Amerika inspiriert ist. Und deswegen auch dein Schnäuzer oder Schnurrbart oder der fehlende Bart, also deine nackte Oberlippe praktisch. Was soll zum Knutschen jetzt? Ich komme da nicht mit klar, ehrlich nicht. So, können wir den Quilt nochmal einblenden? Ja. Das ist alles Hand. Alles Hand. Und sie braucht ungefähr 5 Jahre, um ein Quilt fertig zu machen. Aber ist phänomenal. Ich habe eine Ausstellung mit ihrer Quilt gesehen und das ist echt... fällt vom Stuhl, wenn du das siehst. Das glaube ich. Ja. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Jetzt muss ich noch einmal das Kabel kontrollieren. Das macht er grundsätzlich immer. Er will einfach nur anfassen. Ja, es ist er. Weißt du, Schnäuzer abrasiert und zum Küssen abfallen. Irgendwie muss man zu seiner Zärtlichkeit kommen. Okay. Da ist noch einer. Guck mal. Das ist, allein diese Unschärfe und Tiefe, die da reinzubringen und außen dann dieses unglaubliche... Klick auch mal auf Fullscreen, Jan. Das geht auch gar nicht. Das ist Hand, auch alles abgesteppt und durchgesteppt, auch alles vom Hand. Also das ist echt... Toll. Ja, ich werde demnächst einen Kurs bei ihr machen, weil das... Ich dachte, du wolltest uns das im nächsten Quilten 2 zeigen. Naja, so mit 3 Jahren, weil erst mache ich den Kurs und dann übe ich so ein paar Jahre und dann, wenn es dann noch... Nee, auf jeden Fall. Ja. Wir sehen uns wieder. Also meine Damen, ihr habt auch mal hochgeguckt. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt heute. Ja, gut, klar. Ja, genau. Wir sind auf Sendung. Damit ihr schon mal wisst, wo es hingehen soll. Ja. Liebe Karin, ne? Also das
muss klar sein. Super, ja. Haben wir noch ein Beispiel oder sind wir damit durch? Nee, da sind wir jetzt, ja, na guck ja, also mal, das kann, wir können bei Ted Storm kannst du ewig gucken. Bei Birgit übrigens auch, also, Birgit Schüler. Also, das genau. ist, die ich würde sagen, also für alle, die sich interessieren und eine 5-Jahres-Planung so in Erwägung ziehen, die können auf den Internetseiten nochmal nachschauen, holt euch Inspiration. Aber für alle Anfänger, jetzt sind wir ja wieder bei unseren Anfängern. Wir sind jetzt heute machen wir Anfänger. Geht's mit Kleinigkeiten ja, los. Wir machen es jetzt mit Kleinigkeiten. Wir machen deswegen auch Vierecke und die müssen zusammengenäht werden. Und dafür gibt es ganz viele, naja, wichtigste ist, um als erstes zu wissen, bevor wir über alle Methoden reden, ja. ist, dass es unglaublich wichtig ist, um sehr genau zu arbeiten bei Quilten. Also ist es doch was für Anfänger oder nicht? Es ist was für Anfänger, aber man muss sehr genau arbeiten. Ja. Deswegen sage ich, fäng an mit Vierecke. Okay, Vierecke. Du hast gestern schon gesagt, du hast einen ganzen Haufen hier geschnitten. Ja. Ne? Schön abends zu Hause vom Fernseher oder im Biergarten oder wo auch immer. Man sollte immer, ne, immer sein Rollmesser dabei haben. Ja. Genauso wie sein Handknopfloch, was man immer stickt, laut Inge Soltisik, ne, die immer stickt heimlich. Nicht heimlich, sie nicht mehr, aber sie empfiehlt es immer, damit man ein schönes Handknopfloch sticken kann. Empfiehlst du jetzt, wenn man quilten möchte, immer so Quadrate irgendwo zu schneiden, wo man auch gerade immer ist. Oh, das empfehle ich gar nicht, aber wenn man das machen möchte. Auf jeden Fall sollte man sollte schon mal so eine Schneidematte unterm Arm zum Biergartenabend gehen aber möchte, dann muss man mit Sicherheit Leute kennen, oder nicht? Meinst unbedingt, du nicht? Die kommen, so. Ja. Ich finde, man kann das auch offline mal versuchen mit dem Kennenlernen. Ja. Vielleicht ist das eine gute Sache, sich an so einem Biergartentisch zu sitzen, da hier so eine Primunterlage mitzunehmen und dann mal so ein bisschen zu radeln und zu gucken, was die Leute dann für dösige Fragen einstellen. Ja. Nur so als Tipp. Okay, deine Füßchen. Ordentlich arbeiten. Ja, das sind dann die Füße, die helfen, um die Nahtabstände alle perfekt zu machen. Weil das ist natürlich das Wichtige, dass die Nahtabstände, die Nahtzugabe überall genau gleich sind. Guck mal, wir verpacken die so, dass du sie auch wieder einpacken kannst. Oder lässt du mir die hier? Nee. Die nee. Also. Und das war der hier. Die haben ja, nicht, das nee, nicht das für die durcheinander. Nee, das holen wir nicht durcheinander. Auf keinen Fall. Weil der eine heißt nämlich Patchworkfuß und der andere heißt Anstückelfuß. Ach du Schreck. So, ja, und das ist der Anstückelfuß und das ist der Patchworkfuß. So, und jetzt kannst du mir mal erklären den Unterschied dazu. Ja, ist kein Unterschied. Dafür. Ist kein Kennst du einen Fuß, kennst du alle, ist, oder ja, was? Nein, genau. Guck, wenn ich hier, die ist asymmetrisch. Das ist ein symmetrischer Fuß. Das bedeutet, dass vom Nadelabstand bis zum Kanten vom Fuß ist in beide Richtungen 6 mm. So, jetzt brauchen wir ein Beispiel. Das versteht kein Mensch. Ich mache den Platz, wir tauschen. Ja. Und die Reihenfolge war es, aber das steht ja auch immer noch drauf. Und du erklärst mal einmal ganz kurz, schönen Gruß von Jochen. Schönen Gruß von Jochen. Ist der im Chat? Jochen! Scheint so. Wie hast Jochen. Du es hier ausgehalten, die letzten Male? Wahnsinn, ich beneide dich. Hast du toll gemacht. So, wir tauschen schnell. Ja. Wir tauschen schnell, zupfen wir da alles gerade. So. Und dann erklärst du mal einmal ganz zart deine Füßchen. Ja. Füßchen. Okay. Guck, die ist in beide Richtungen. Von der Nadel bis zum Kante. Ja. Die gleiche Abstand. Das bedeutet, das ist schöne Wackeltisch hier. Psst. Das näht immer hervorragend. Ja, das ist halt so. Das ist, weil das sind unsere Allzwecktische. Okay. Wir haben ja noch viel vor im Blabla-Café und deswegen, wir machen auch schon viel und deswegen müssen wir da manchmal mit Wackeltischen arbeiten. Also, ich lege meine Kante vom Stoff gleich mit der Kante vom Fuß. Und es ist egal, welche Seite ich benutze, ich habe immer die gleiche Abstand. So, du fängst jetzt an und nähst eine Seite da durch und hast immer deine 6 mm. Und das ist auf jeden Fall hilfreich auch für Anfänger. Ja, und wenn ich jetzt an die andere Seite ein Läppchen mache, kann ich auch an die Seite den Fuß benutzen. Also ist es immer 6 mm. Okay, das heißt, du verlässt dich jetzt in dem Fall oder denkst gar nicht über die Einheiten, die hier auf der Stichplatte dran sind, sondern du guckst wirklich mit deinem Fuß genau und hast dann auch einen kleineren Abstand und das passt dann auch mit dem Transporteur ganz gut und das läuft immer mit 6 mm. Ja. Gut,
Ja. Der gefällt mir, der Fuß. Wenn ich diesen Fuß nehme, der Anstückelfuß, die ist asymmetrisch. Ja. Das bedeutet, diese Seite ist wieder 6 mm und die ist bloß 3 mm. Und warum? Weil du manchmal bei noch schmaleren Teilen noch eine schmalere Nahtzugabe haben wirst. Und guck, was muss ich hier kontrollieren? Immer. Immer. Du bist bei der G220, du bist nicht bei der DX7. Ich weiß, ich muss ein bisschen gucken. Guck, und jetzt geht sie durch das Loch. Ja. Und dann hättest du nicht gut. auch einfach Programm 1 nehmen können? Ah ja. Ja, ist ja so, da okay. seht ihr mal, wie gut ich so mit der Yuki, ne? Ja, so das hier. Ist... Die Yuki und ich, wir sind so. Dass ich dir das noch sagen muss, hör mal. Hoffentlich guckt dein Chef nicht. Ey, es ist 35 Grad hat es und ich bin im normalen Leben schon blond. Was denkt ihr, dass ich jetzt bin? Das ist immer meine Ausrede auch. Ich bin ja. blond, ich kann nichts dafür. Also so. Dann habe ich auch wieder die 6 mm Nahtzugabe. Aber wenn ich es dann schmaler möchte, und das ist dann auch hier, wenn Teile zusammenkommen, habe ich auch noch die Querlinien. Wie, was machst du jetzt mit einer Querlinie beim Stückelfuß? Wenn ich jetzt hier anfangen möchte. Also bis jetzt haben wir nur 3 Stückchen aneinander genäht. Also die Linda, ich gucke nur zu, ich lasse nähen. Ja. So, und jetzt? Ja, jetzt ist es natürlich eine blöde Aufgabe, die ich hier mache, aber... Pass auf, entschuldige mal bitte, du wolltest quilten ja, machen? Nee, du wolltest wissen, wo die Querlinien für sind. So, dann, ich möchte es nur sehen, ich bin noch blöd und... Guck, wenn ich das dir so aneinander... Das ist eigentlich eher interessant, wenn man natürlich mit unterschiedlichen Formen arbeitet. Weil wenn ich ein Hexagon zum Beispiel ja. habe, dann muss ich immer von Nahtzugabe bis Nahtzugabe nähen. Hier kann ich von Endpunkt bis Endpunkt. Und dann muss ich natürlich sehen... Wo ist die Nahtzugabe genau? Achso, das heißt, ich habe in meinem Füßchen praktisch ja. schon unten drunter liegend, wenn ich das an den Rand lege, meinen Punkt automatisch immer getroffen. Habe ich verstanden. Habt ja. ihr das da draußen auch verstanden oder müssen wir es nochmal erklären? Okay. Ich höre nichts. Keine Nein. Einwürfe. Martin guckt auch wie immer. Scheint klar zu sein. Gut. Gibt es gar keine Frage? Nee, bis jetzt, wenn nichts kommt, dann gibt es keinen. Gibt es nichts? Keine Fragen? Ja, verstanden. Das sagt die Christine. Ja, Christine, wenn du es nicht verstehst, dann... Ich wollte gerade sagen, also entschuldige mal bitte. Das ist ja jetzt auch eine ganz lustige Geschichte hier, dass du das verstehst. Dann haben wir noch den letzten Fuß. Und die ist auch wieder den 6 mm von Nadeleinstich bis zu Kante. Mhm. Und die hat ein... Nupsi. Eine Schiene. Eine Schiene, ein danke. Schienen-Nupsi vielleicht. Ja. Und die hat natürlich als Vorteil, dass die Abstand noch besser gehalten wird. Okay. So. Also das heißt, wenn du jetzt Profi-Quilter werden möchtest, du kannst dann jedes Mal immer so jetzt, der Weihnachtskalender muss geplant werden. Liebe Partner, für eure nähenden Menschen, eure nähenden Liebsten, immer ein... Guck, ich habe sie nicht kontrolliert. Jetzt hast du meine Nadel geschrottet. Ich habe eine Nadel geschrottet. So, jetzt machen wir Großaufnahme, ich glaube das nicht. Die Linda, die das Programm 1 nicht kennt, an ihrer eigenen Maschine. Warum steht hier eigentlich ein Stuhl bei rum? Mir im Nähcafé musste man immer tanzen, wenn man eine Nadel gebrochen hat. Musik, tanzen! Die Linda möchte tanzen. Komm, du kannst dir vom Kurt was wünschen. Es ist zu warm heute. Hey, Big Spender oder sowas. Darum wirst du dir jetzt auch überlegen, ob du noch eine Nadel kaputt machst. Nee, jetzt mal ohne Mist, du bist jetzt dran mit tanzen. Tanz, komm! Komm, Linde! Verrückte Linde, komm! Der Martin dreht auch durch. Wir werden alle langsam verrückt von der Hitze. Komm schon! Danse, danse, danse! Orni, guck mal, da steht doch eine Frage. Die Elin hat eine Frage im Chat. Ich gehe mal eben zum Chat hin, damit ihr auch seht, dass wir das ja die ganze Zeit auch mitgucken können. Und zwar, hier ist unser Chat und den können wir zwischendurch mal einsehen, wenn wir es schaffen. Und gehen jetzt natürlich gerne selbstverständlich auf unsere Live-Frage ein. Was für eine Nadelstärke benutzt Linda zum Quilten? So, liebe Linda. 80er. Ich habe eine 80er Universalnadel. Die nehme ich immer. Ich Fast nicht, aber... Ich nähe grundsätzlich erstmal alles mit 80. Und wenn die nicht hält, dann hole ich mir mal eine andere raus. Ehrlich.
Ich finde dieses ganze Nadel. Nein, es gibt schöne Nadeln, aber so ein paar Sachen. Guck mal, dieses Opfer lassen wir jetzt hier mal verschwinden, ne? Ja. Ah. So. Jetzt das Füßchen endlich. Also heute hat das mit dir, ne? Ja, erstmal, der wusste, dass du kommst, rasiert sich falsch und dann kommt er immer hier angedöselt, ehrlich. Gibt's doch gar nicht. Hier ist was los. Was tust du jetzt? Du bist so schnell. Einfach entlang die Schiene nähen. Das ist, also, jetzt für Anfänger, die jetzt wirklich sagen, ich möchte damit anfangen. Welchen Fuß, also, empfiehlst du denn jetzt für das die ganz Pingeligen? Das ist die Idiotensichere. Das ist der Idiot. Wegen der Schiene kannst du schon mal nicht zu weit rausgehen. Okay, also das ist zum Beispiel auch was für Kinder, wenn die jetzt damit anfangen wollen, damit die auch sofort zackig ein Erfolgserlebnis haben und dann ist man sofort dann dabei. Okay. Und das ist ein sehr praktischer Fuß. Und, der Fuß heißt wie? Patchwork-Fuß? Ja. Das ist der normale Patchwork-Fuß? Ja. Okay. Okay. Patchwork-Fuß? Nee, der 6 mm Patchwork-Fuß. Das ist der 6. Das wusste ich doch gar nicht. Der, ein Viertel Inch, also das geht um 6 mm, 6,24, um ganz Engländer genau zu sein. Die Engländer sind da ganz heiß im Quilten und die sind da voll dabei und deswegen alles in Inch noch, ne? Und Amerikaner auch, oder? Ja, das ist ein bisschen, das Quilten, so wie wir das jetzt kennen, kommt wirklich ein wenig aus Amerika. Ja. Die haben, dass die da die Schnitten entwickelt haben, dass sie da die Freiarmenmaschine entwickelt haben, das ist amerikanisch. Also viele Leute denken, dass das ganze Quilten amerikanisch ist, ist es natürlich nicht, weil das gibt es schon so lange, als es Menschen gibt. Ja, was gab und immer Reste hat man, konnte man immer verwenden. Genau, und in viktorianischen Zeiten haben ganz reiche Frauen mit ihren Resten von ihren Kleidern haben die Crazy Quilts gemacht. Also das, gab es schon immer. Ich wollte nur noch sagen, das finde ich persönlich, das ist der, für Anfänger der Superfuß, das finde ich selbst der meist praktische Fuß. Want 6 mm, also ein Viertel Inch, ist was man am meisten benutzt an Nahtzugabe. Und rechts und links auf beiden Seiten, das heißt und wieder meine Markierungen, dass ich auch die Naht, wenn ich Naht von Nahtzugabe zu Nahtzugabe nehmen muss, dass ich all meine Markierungen alles habe. Okay, also Anfängerfuß. Ja. Jetzt nicht nähen und meinen Daumen mitnehmen, ne? Ich nähe nicht. Nochmal, Anfängerfuß, ja. So sieht er aus. Und das ist der Allround-Fuß. Der Allround-Fuß, den man wirklich immer benutzen kann. So, und jetzt hier dein Anstückelfuß. Ja, das ist mehr der spezialisierte Fuß für Leute, die sehr, sehr fein arbeiten und auch sagen, ich brauche manchmal die 1/8 Inch Nahtzugabe. Okay, das dann für die Superspezialisten. Ja. So, dann haben wir die auch abgearbeitet. Kriegen unsere Damen denn jetzt einen Spezialfuß oder müssen sie sich mit dem normalen drum schlagen? Wie sie möchte, weil es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, um einfach zu sagen, ich benutze meinen normalen Nähfuß und ich arbeite mit meiner Nadelposition. So, das wollen wir nämlich jetzt, also nichts gegen deine ganzen Spezialfüße, aber wir sind bei Anfängern immer noch und ich bin immer ein Verfechter davon zu sagen, gut, wir schnuppern uns mal da rein und wer möchte, hat jetzt schon mal den Aufbau gesehen, also es geht immer noch besser, immer noch weiter, man kann sich immer noch besser spezialisieren, aber ich habe jetzt erstmal meine Yuki zu Hause oder meine wen auch immer, also im besten Fall diese und dann kann ich verschieben. Ja. Dann erklär mir mal einmal, wie man das dann macht. Ja, man guckt hier einfach. Wollt ihr auch einmal gucken kommen, ihr Lieben? Jetzt ist vielleicht auch mal Zeit, dass ihr euch mal so ein bisschen entspannt. Werdet ihr auch versorgt ordentlich? Super. Und wie? Wie immer. Und wie? Und gut unterhalten durch euch. Warte. Und wozu gibt es spezielle Quiltnadeln? Was können die mehr? Fragt die Thea noch. Die Quiltnadeln, die sind es dann wie wirklich mehr fürs Freihandquilten. Weil das werden wir bei der nächsten Sendung sehen. Und das haben wir auch natürlich bei die Christine gesehen. Ja. Wenn man Freihand bewegt, kommt eine ganz andere Kraft auf der Nadel, als wenn man normal näht. Wenn ich normal näht, gehe ich nur in die Richtung. Ja. Freihand geht in alle Richtungen. Und die Kraft, der dadurch auf der Nadel kommt, ist einfach auch in alle Richtungen. Und die sind dann wahrscheinlich ein bisschen stabiler? Ja. Ein bisschen härter? Da gehe ich von aus. Okay. Ja. Der Abstand. Wir gucken erstmal hier auf die Stichplatte. Mhm. Von der Nadel in der Mitte bis diese Rand ist 3 mm. 10 mm. Das bedeutet, ich will 6 mm, dass ich mein Nadel 4 mm in die Richtung schieben muss. Wenn man sich an dieser Linie orientieren möchte. Ja, aber das würde ich machen.
Oder am den Rand vom Fuß und dann bin ich nur bei 2 mm und dann muss sie nur noch 2 mm. Genau, also du, das ist eine Geschmackssache, das wollte ich nur sagen. Also es ist jetzt die Geschmackssache, meine Lieben, ob ihr jetzt den Stoff so einlegt, dass er hier am Füßchen entlang geht und dann näht, aber dann haben wir 7 mm. Wie ist die Standardeinstellung? Ich müsste es auch einmal nachmessen. Ja, ja. Na, ungefähr 8, wenn ich so hier darauf gucke. Okay, das heißt, wir müssten dann die Nadel, wenn wir wirklich bei 6 bleiben, noch verschieben. Mit was für einem, mit was für einer Einstellung machst du das? Dann muss die auf, bei dieser auf 5 stehen. Aber übernehme das bitte nicht für deine Maschine zu Hause, speziell nicht, wenn du eine andere Marke hast. Probier es aus. Ja, genau. Ja. Also, wichtig ist ausprobieren. Man kann die Nadeln halt nach links und nach rechts verschieben und bei diesen Maschinen auf jeden Fall. Und dann muss man eben einmal eine Probe machen, um zu gucken bei seiner Maschine, wenn man jetzt eben keine Yuki G220 hat, wie man das dann entsprechend mit der Nadeleinstellung macht. Genau. Dann gibt es Menschen, die orientieren sich an der Stichplatte. Mhm. Dann muss man es auch irgendwie wieder anders einstellen, ne, wenn man sich an dem ersten Strich genau, orientiert. Genau, genau. Dann ist es natürlich vom Füßchenrand bis zum Strich ist 2 mm, also dann muss diese auch noch weiter. Mhm. Also dann musst du auch wieder zu Hause ausprobieren. Jetzt ist da ein Nachteil an den normalen Fuß. Die hat nämlich einen Schlitz und kein kleines Loch. Ja. Und speziell, wenn man natürlich arbeitet mit sehr dünnen Stoffen, hat das ein bisschen die Neigung, um in der Stichplatte gezogen zu werden. Genau, das heißt, das wird reingedrückt. Ja. Und wenn man nicht eine ganz spitze, schöne Nadel hat sowieso, ne, da muss man auch drauf achten, dann geht der Stoff so ein bisschen rein und dann haben wir ein Problem. Und das ist dadurch verhindert, dass man hier eben nur dieses Loch hat. Genau, damit wird es natürlich viel stabiler. Wenn du die Möglichkeit hast, um auch noch eine Geradstichplatte auf deiner Maschine zu machen, dann ist das ideal. Was speziell bei dünnen Stoffen wird das sehr oft in der Maschine gezogen und das macht natürlich dann keinen Spaß. Okay, also Geradstichplatte heißt in dem Fall, das können wir auch noch mal erklären. Das ist diese ganze Platte hier ab und diese Platte hat hier bei dieser einen Schlitz, das ist eine Zickzackplatte. Oder bei einem Geradstich ist dann auch wieder hier nur ein kleines Loch so wie bei dieser. Bei der Yuki DX5 habe ich dafür einen Schieber hier, brauche ich nur zu schieben und dann wird er automatisch auf eine Geradstichplatte. Bei der ganz neuen Yuki, die Yuki Kirei NX7, die hat een echte separate Stichplatte und ein separates Transport. Also musst du alles wechseln, das geht ganz einfach und dann hast du damit einen perfekten Geradstich. Okay. Da machen wir aber noch mal eine Sendung zu, wir beiden. Da freue ich mich schon ganz besonders, die Maschine kennenzulernen. Also, ich einen Tipp geben? Gib mir einen Tipp. Wenn ich eine Maschine habe, wo ich die Nadel nicht verstellen kann, dann mache ich die Nadel ein bisschen runter, messe mir die 7 Du musst einmal auf die Seite kommen. Ach du bist so. Auf der falschen Bühnenseite. Du begehst Weil so ganz einfache Maschinen lassen das ja nicht verschieben. Ne? Dann, jetzt mach mal Fuß bitte dran. Mach mal Fuß. Mach mal Fuß bei Fuß. Christina hat auch noch ein intelligente... Guck mal, wenn das jetzt, dann messe ich hier ungefähr aus. Und wenn ich jetzt 7 mm habe, dann kennzeichne ich mir das hier, indem ich einen Tesafilm streiche. Ja, Tesafilm oder Kreppkleber. Genau. Aber mittlerweile, also es gibt ja auch, selbst alte Maschinen von früher haben ja in der Stichplatte meistens hier schon ein paar Markierungen drin. Ne? Also selten, dass man da eine Maschine erwischt. Wo, der hat schon jemand durchgesteckt. Das kriegst du nicht wieder gerade. Es gibt wieder eine Frage. Es gibt wieder eine Frage. Den Nähfußdruck verändern. Ja. Ja, muss man nicht. Wenn man gute Maschine hat, muss man das nie machen. Also hier kann man es gar nicht. Bei diesem Modell von Yuki kann man es gar nicht. Und meine Erfahrung ist auch, wenn man eine gute Nähmaschine hat, braucht man nichts zu ändern. Das ist so. Ja. Das ist leider so. So, und jetzt darfst du noch eine Frage beantworten, die ich nicht beantworten kann. Wo wird die Yuki hergestellt? Yuki ist eine japanische Marke. Die haben Fabriken in Japan, in Indonesien und in China. Und Yuki wird alles im eigenen Werk hergestellt. Das ist ja ursprünglich so mehr oder weniger Industriemaschinen, ne? Die da jetzt so von der Geschichte her... Nein, nicht. Falsch. Sie haben immer schon sowohl Industrie als Haushalt produziert, aber Haushalt haben sie oft für andere Marken produziert. Also dann hat da eine Aufkleber von einer anderen Marke drauf gestanden. Und dann haben sie sich jetzt mal überlegt, nee, das machen wir jetzt eigentlich mal einfach selber. Ne? Deswegen ist das so ein bisschen unbekannt, das Ganze. Ja, genau. Ja, kann ich nur sehr empfehlen, nach wie vor, ne? Mein Lieblingsstück.
Und dann machen wir jetzt mal mit dem Quilten weiter. Jetzt wollen wir mal gucken, was die beiden Damen jetzt machen. Ja, genau, weil ihr könnt ja mal schon. Genau, wir haben jetzt die Grundlagen, die Basics. So, jetzt haben wir die Spezialfüßchen und wie man es näht und auf was man achten muss. Und jetzt kommt es ans Design. Also wir haben jetzt unsere Läppchen zugeschnitten. Für alle, die zu Hause mitgemacht haben und schon Quadrate geschnitten haben. Jetzt geht's wie weiter, liebe Linda? Komm, damit die auch ans Nähen kommen. Hier rum. Unsere Bühne ist hier hinten. Stefan. Guck mal, der Sento hat auch schöne Schlappen an. Die sind orange innen drin. Ich habe mir heute extra zur Feier des Tages Glocks für dich angezogen. Ist das überhaupt sehr gut. Ist das überhaupt schon mal... Aber du weißt, dass die meisten Holländer heutzutage nur noch Birkenstock anhaben, ne? Wie erkennt man eine niederländische Familie auf Urlaub in Spanien? Ganze Familie hat diese Schuhe an. Da müssen wir darauf passen. Alle. Echt? Oma, Opa, Vater, Mutter, alle Kinder, alle haben diese Schuhe an. Daran erkennst du heutzutage niederländische Familien in Urlaub. Meinst, ich muss jetzt also meine Clocks muss ich jetzt verschrotten und kann damit nicht mehr steppen, sondern du fällst auf als Deutsche. Ja. Verflixt, er wieder aufgefallen. Verdammt ich. Okay, wir sind beim Gestalten. Jetzt habe ich das. Ja. Jetzt geht's im Prinzip los. Ich habe mich vorher entschieden, zu gucken, welche Farbkombination habe ich. Ganz lustig ist übrigens, dass du hast was von der Bluse zerschnitten. Mhm. Sehr gut, weil das habe ich heute nämlich auch an, das habe ich extra mitgebracht. Nur damit man mal sieht, bist du so lieb und gibst mir einmal den Rest davon, dass man jetzt nichts gegen Stoffreste allgemein, ne? Also Stoffreste, man soll Stoff kaufen, so viel wie man will und die schönsten, die einem gefallen. Aber manchmal wächst man raus aus Sachen. Und gelegentlich. Und dann hat man trotzdem Herrenhemden, finde ich ja zum Beispiel total super. Oder eben Damenblusen. Die haben nämlich eine schöne Muster ganz oft und so klein kariert, das ist immer ganz nett. Und dann kann man auch daraus was zuschneiden. Weil ich bin ja auch ein großer Fan vom Upcyclen. Und habe das heute hier mit meinen Sachen auch gemacht. Habe von der Bluse nämlich die Ärmel hier dran genäht. Habe aus dem Kleid, was vorhin ein Wickelkleid war, mal etwas gemacht, wo ein bisschen mehr reinpasst. Und den Rest habe ich zur Verfügung gestellt, damit die Karin heute die nämlich noch verbaut. Und es freut mich, dass du das gemacht hast. Also, für alle, die anfangen wollen zu quilten, wie gesagt, es ist wieder ein super Thema, um die hässlichen Hemden des Mannes zu entsorgen und zu sagen, gut, damit habe ich einen Übungsteil gemacht. Habe ich nicht aber gesagt. Es wird auch sehr viel benutzt, alte Hemden als Erinnerungsdecke. Wenn jemand das gestorben auch. Ist, um dann die Bekleidung wieder zu bearbeiten und daraus eine Decke zu nähen, ein Kissen zu nähen. Und das finde ich selbst sehr schön. Das ist eine schöne Erinnerung. Genau. Und die Flanellhemden kannst du sehr gut benutzen für so eine Kniedecke, wenn du Rollstuhlfahrer hast oder in einem Altenheim sowas abgeben möchtest. Das macht ihr ja auch von den Herzkissen. Ne? Von den Herzkissen machen wir das nicht. Ihr macht wieder eine andere Gruppe. Das ist eine andere Gruppe, aber die machen dann speziell diese Kniedecken, die dann auch gut genutzt werden können. Ne? Ja, also immer schön Reste verwenden. Wir waren jetzt beim Muster zusammenstellen. Dein Job wieder. Ja, naja, guck, die Damen, die haben das schon gemacht. Mhm. Du fängst einfach an zu spielen. Du legst deine Farbe zur Seite. Sollen wir das mal eben kurz, dann kannst du hier... Ja, legst du das mal. Ich zieh und so. Dann hast du es auf dem Grau, dann geht es ein bisschen besser. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Liebe Anne, du hast gespielt. Was hat dich inspiriert? Warum hast du das gewählt? Warum hast du die nicht ordentlich gelegt? Ne, ich hatte nicht so viel hier fehlen. Man merkt, ich habe das Muster irgendwann beendet. Ich wollte eigentlich so eine Reihe ganz durchmachen und dann so auch mit diesen. Ja. Aber das war nur so ein kleiner Rest. Okay. Also musste ich mir jetzt was anderes ausdenken. Und dann ist da sowas... Ich persönlich finde das ja sowieso besser, wenn es nicht so ganz so ordentlich ist. Tut mir leid jetzt, Karin. Ja, es ist Geschmackssache, genau. So geht das auch. So geht das auch. Also du hast dich inspirieren lassen von den Resten und hast gesagt, gut, da ist nicht mehr, also kann ich auch nicht mehr, also mache ich das Beste draus und... Hier ist mir ein bisschen viel Gelb. Jetzt sind da wieder Grüne nebeneinander, das geht auch nicht. Das geht nicht? Nein, das würde mir nicht gefallen, dann ist das so ein Übergewicht. Ein Übergewicht, ja, das wollen wir auch nicht. Wer will schon Übergewicht? Gut. Und liebe Karin, du hast auch gespielt. Richtig. Und ich habe mich an dem Blauen orientiert. Da hatte ich auch nicht so viel von und der war eben auch in einer bestimmten Größe. Ja. Und danach habe ich die anderen dann auch geschnitten. Guck, das ist doch auch ganz, ganz gut gewesen. Und ein Anker und einen Rettungsring hast du dann auch noch dabei gemacht vor dem Stoff. Auch noch, selbst wenn so ein kleiner Hingucker da ist, ist das dann eine schöne Sache. So, du spielst jetzt auch?
Wir können spielen. Wir können spielen. Ja. Was machen denn jetzt die beiden, damit wir die an die Arbeit kriegen? Wie fängst du denn jetzt an, bevor wir beide spielen? Na, ich würde ihm empfehlen, um kurz ein Foto zu machen, von wie du das ausgelegt hast. Ach, das haben wir jetzt. Also der Stefan macht jetzt eine tolle Aufnahme davon. Die kann man dann als Standbild sich wieder angucken. Wenn ihr euch die Sendung nochmal anschauen wollt unter www.blabla.café, da sind die dann nochmal zu sehen. Und dann kann man sagen, so, wir sind jetzt irgendwie bei 45 Minuten, haben wir noch, so die Hälfte ist ungefähr rum. Da kannst du dann nochmal das Standbild gut angucken und dann nochmal abfotografieren. Und der Sentu macht das Gleiche nochmal einmal als wunderbares Standbild, jetzt für alle Zuschauer von der Anne. Das müsste reichen. Und wenn wir das fotografiert haben, was passiert dann? Dann wird es zusammengenäht. Ja, aber wie? Nimmst du das irgendwie besonders hoch? Du kannst das, wenn du ohne den Rasterquick arbeitest. Das machen wir gleich. Ja, genau. So, Stapels machen und dann erst Reihe zusammennähen. Erstmal alle Reihen zusammen. Dass ich all die unterschiedlichen Reihen habe. Ob ich das so mache oder so, ist auch egal. Völlig wurscht. Also die beiden sieht man schon, die haben das schon mal. Ich würde erstmal so. So, ich wäre auch auf Annes Seite. Ich würde mir erstmal ein so ein Päckchen nehmen. Aber die, ja, genau. Aber die Karin ist da schon ein ausgebuffter Fuchs und die macht das schon. Guck mal, weg ist sie. Super. Viel Spaß, meine Damen. Dankeschön. Und wir spielen jetzt hier noch. Und nicht in eure Finger nähen. Nein. Ja, dann fangen wir auch mal an. Nee. So, guck mal hier. Ach nee, Reste haben wir ja nicht. Brauchen wir auch nicht reinschmeißen. Da müsstest du jetzt aber auch noch mal drüber bügeln, meine Liebe. Ja. Aber nicht bei der Hitze, ne? Nee, heute nicht mehr. So, und da fängt man jetzt an und sagt, gut, jetzt kann ich wirklich... Ja, ich fäng mal einfach an mit was. Einfach mal hinzulegen. Okay. Ich habe keinen Plan, dafür ist es auch zu warm. Gut. Ist denn eigentlich unser Facebook-Gewinnspiel schon abgelaufen, lieber Jan? 18 Uhr ist doch vorbei. Siehst du, guck mal, als wenn ich es gewusst hätte. Oh. Ich komme da hinten hin. Wenn du endlich aufhörst zu quasseln, kann ich auch den Gewinner hier rüberbringen. Entschuldige mal bitte, ich moderiere die Sendung. Was soll man denn dann? Dann muss man reden. Ach, mach mich nicht rasend. So, mit so Klocks hier rumklockern ist auch eine schöne Sache. Also, meine Lieben, wir haben den Gewinner des Facebook-Gewinnspiels ermittelt. Und zwar gehen... an den Gewinner, den ich da gleich raushole, folgende Sachen, die wir gerade schon mal gesagt haben. Ein paar lustige Aufkleber eignen sich hervorragend an allen Autos, auch in der Nachbarschaft. An ganz viel Schreibkrams. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Teil heißt. Rollerclips. Rollerclips, ganz praktisch, um da seine Schere dran zu machen, dass sie an die Seite zu hängen, wenn man denn eine Tasche hat, damit man die immer wieder ranziehen kann. Nur beim Hinsetzen aufpassen, dass man sich die nicht dann in den Oberschenkel rammt. Also man kann auf jeden Fall entweder einen Stift oder die Schere ganz gut da dran machen. Dann gibt es von der Firma Prim noch zwei so süße Sticker und von der Firma Vliseline noch Rasterquick, wo wir gleich noch einmal drauf eingehen werden. Das ist so eine Spezialeinlage. Machen wir gleich noch. So, die glückliche Gewinnerin ist... Tada! Das ist da denn noch alles drin? Ist Bettina Augustin. Juhu! Herzlichen Glückwunsch, liebe Bettina. Das wird dich in der nächsten Woche zu Hause ereilen, dieses Paket. Wo ist mein Applaus? Allen ist heute zu warm. Sag mal kurz, alles gut? Muss nur Daumen rauf oder runter? Daumen rauf, sagt er. Okay, gut. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Wir müssen auch noch ein Gewinnspiel hier in der Sendung machen. Da geht es ja immerhin noch darum, so einen Quiltfuß, Freihand. Fuß zu verlosen. Könnten wir auch mit starten. Könnten wir mit starten. Wo lege ich es denn hin? Ich lege das mal den Gewinn, damit wir nicht durcheinander kommen hier, weil das alles so ein kleines bisschen ähnlich ist. Schwupps. Lege ich mal hier zu Sarah. Hallihallo. So. Okay. Wir können damit starten. Nur gleich starten wir damit erst. Wir müssen erst noch was erklären. Starten wir jetzt schon damit? Okay, wir können damit starten. Linda, bist du fertig mit deinem... Ja, aber starte mal mit deinem Gewinnspiel.
Ich starte mit meinem Gewinnspiel. Ich komme zu dir und wir starten das Gewinnspiel. Okay. Ja, so machen wir das. Brauchst du Hilfe? Bitte. Bitte, sie braucht Hilfe. Oh, okay. Jetzt rennt alle weg und dann warten wir eben und starten dann mit dem Gewinnspiel. Dann gucke ich dir jetzt schon mal hier bei die Füße. Ich würde gerne mehr Gas geben. Ja, das wird ganz anders als das. Das so brauchen wir die Geschwindigkeit hoch. Ach. Du hast jetzt doch jetzt ist, nicht an ist deine... Jetzt ist die auf Vollgeschwindigkeit und kontrollierst du das selbst mit dem Pedal, wie du das gewohnt bist. Wenn es dir dann doch zu schnell ist, einfach hier runter. Super, danke. So würde es hier nämlich aufgehen. Deswegen, ich könnte das gar nicht so. Ich müsste mir das alles an meinen Näharbeitsplatz daneben legen. Würde ich zu Hause auch machen. Und dann, du hast ja hier eigentlich den Platz, ne? Ist jetzt egal, haben wir jetzt nicht gemacht, blöderweise. Und dann würde ich die nacheinander, blöd wie ich bin, würde ich die einander nähen, weil sonst würde ich auch durcheinander kommen. Könnte ich nicht. Du hast vollkommen. Man kann recht. Da sehr. Wenn man zusammenlegt, dann denke ich noch, das ist ja ganz logisch. Ne? Und jetzt gehst du wieder zurück und machst wieder auseinander. Aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Deswegen aber wie das weißt Bild. Du jetzt die Folge noch, Anna? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ja, jetzt lege ich ganz neu. Jetzt ein ganz neues neu. Muster mache ich jetzt. So, dann komm mal an meine Seite. Wir gucken uns eben dein Muster an. Ja. Ja, du hast ja ein Muster. Ich habe ein Muster. Leg das doch da bei dir mal aus. Das solltest du jetzt vielleicht doch tun. Aus. Logisch. Du hast dich jetzt für ein ziemlich fast doch symmetrisches Muster entschieden. Ja, so bin ich. So bist du. Ja. Geradlinig und systematisch. Ja. Alles ordentlich bei dir zu Hause und alles in diesen Farben. Ja. Super, komm dich mal besuchen. Das stimmt. Haben wir eine Home-Story bei dir. Meine Liebe, das würdest du jetzt aneinander nähen. Ja. Auch so wild. Ja. Gut. Ich stelle jetzt Ich stelle jetzt die Live-Gewinnspielfrage. Und zwar, gibt es von der Firma Vliseline ein Hilfsmittel, womit man das auch ganz einfach zusammennähen kann? Hatte ich gerade schon mal erwähnt, den Namen. Ja, welche zwei Sorten von was für einem Produkt gibt es denn von Vliseline? Gleich anrufen. Das hätte ich gerne im Chat von euch. Aber ich habe keinen Chat hier gerade. Nee, der Chat ist weg. Chat weg. Da ist er wieder. Achtung, Gewinnspiel. Genau. Also, wie heißt das Produkt von Vliseline, was uns das erleichtert? Mal eben schnell reinschreiben. Habe ich gerade gesagt noch. Britta, vor 5 Minuten. Telefongewinnspiel. Telefongewinnspiel. Telefon. Deswegen kein Chat. Siehst du jetzt auch nicht. Ach ja, stimmt. Deswegen kein Chat. Ah, kein Chat. Telefon. Anrufen. Ja, ich weiß. Ja, es ist so warm, aber gut, dass ich dich habe. Du holst mich ja immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wo auch immer du bist unter dieser Decke. Man weiß es nicht. So. Gut. Wenn wir da damit mal mit spielen? Wir spielen mit. Ja, ich spiele mit dir mit, komm. Ja, mit das Zeug, wofür ich jetzt nicht die Namen nennen kann, weil mit das Hilfsmittel von Prim. Von Vliseline. Von Vliseline. Nicht Prim. Prim? Prim. Prim. Wir hatten eine Diskussion in der Facebook-Gruppe. Oh nee, auch schön. Werfe ich jetzt mal eben ein. Ganz drollig, weil ich ja immer Prüm sage. Eigentlich sagt ja jeder Prüm. So, ich sage auch Prüm. So, alle sagen Prüm. Wenn ich in Deutschland bin. Und was sagst du in Holland? Prim. Nein. Und ich wurde zurechtgewiesen. Also in die Gruppe mal immer wieder reinschauen und gucken. Und da lernt man Sachen und man lernt nie aus. Und es heißt Prim. Es heißt wirklich Prim. Es heißt nicht Prüm. Ja, aber das ist, ja. Aber wir prümmeln hier manchmal so gerne. Und jetzt müssen wir primeln. Und wir wollen gar nicht primeln, aber wir primeln jetzt. Ja. Aber das ist von Vliseline, wonach ich gefragt habe. Deswegen ist völlig egal. Ja. Wir spinnen wieder rum. Okay, du hast jetzt gespielt und bist jetzt zu dem Ergebnis gekommen. Ich bin zu diesem Ergebnis gekommen. Mhm. Genau. Und jetzt würdest du das auch an den Tisch bringen und, und weitermachen. Jan, wie lange muss ich noch warten auf das Gewinnspiel? Weil wir würden damit gern arbeiten. Eine Minute. Eine Minute. Vielleicht ruft jemand mal an. Ach bestimmt, die werden ja noch ausgedengelt da. Übrigens die Wartemelodie, falls die erste Person, die durchkommt, das nicht weiß, die ist auch sehr zu empfehlen, die hat der Martin eingesungen. Der Martin, unser Spitzengesangstalent, der nicht nur super Bügellieder drauf hat, sondern auch, genau, sondern auch wunderbare Pausenmusik einsingen kann, ist wirklich sehr zu empfehlen. Oh wow. Ja. Ja. So, wir müssen die aber jetzt transportieren, das können wir schon mal tun. Ja. So Läppchen für Läppchen darf ich mitmachen? Ja. Ich mache einfach mit und frag dich. So. Erstes, zweites. Drittes. Leg mal hier dazwischen.
Und dies jetzt. Ja. Boah, gucken, ob wir die das hin haben. Hey, so, jetzt darfst du schon mal an deinen Arbeitsplatz schlumpfen, das mitnehmen und ich gehe ans Telefon. Telefon. Du wolltest noch tanzen. Ist schon wieder was kaputt bei dir? Nein. Weil die Nadel unten ist. Telefon. Einmal noch stellen und dann warte ich noch mal einmal ab und dann gehe ich dran. Oh, jetzt gehe ich dran. Meine Klappe ist auf. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla-Café. Wen habe ich denn da im Apparat? Hallo, hier ist Kerstin. Hallo, die Kerstin. Das freut mich. Von wo aus rufst du an? Aus Schwerin. Aus Schwerin, ja. Schöne Grüße da hinten rüber. Ist bei euch denn auch so schön warm oder habt ihr ein bisschen Wasser abgekriegt? Hier ist es höllisch. Ja, bei uns ist auch höllisch. Wir haben zarte 37 Grad. Und, aber keine Aussicht auf Wasser so in nächster Zeit. Nein. Aber bei euch hat es ein bisschen geregnet, oder doch? Bisschen, ja. Ja, war nicht viel, aber ein bisschen. Genau, ich dachte, so im östlichen Teil ist nämlich ein bisschen was runtergekommen und ich war ganz neidisch auf euch. So, meine Liebe, die Antwort zum Gewinnspiel lautet wie? Rasterquick. Genau, und welche beiden Formen gibt es da? Gerade und diagonal. Diagonal. Mhm, und? Und, Stefan, halt mal einmal die Kamera drauf, bitte. Senkrecht irgendwie. Ja, genau, senkrecht ist gerade, das lasse ich gelten. Hervorragend. Gerade, ja. Kerstin, herzlichen Glückwunsch. Du hast auch ein paar Reste, also Reste, ne? Wir schicken dir so ein kleines bisschen zu, was hier übrig bleibt. So viel werden wir gar nicht gebrauchen. Genau wie für unseren Facebook-Gewinner. Aber natürlich kommt da auch noch der wunderbare Fuß hinzu, den ich jetzt da hinten liegen habe. Das Telefon, Martin, bleib in der Leitung. Ja. Nochmal für alle, du hast den wunderbaren Freihand-Quilt-Fuß gewonnen und kriegst auch noch ein bisschen Rasterquick mit in das Paket. Viel Spaß damit. Ich freue mich. Super, danke. Viel Spaß beim Nähen. Dankeschön. Tschüss, liebe Kerstin. Tschüss. So, tada. Also Rasterquick müssen wir gleich einmal zerschneiden, einmal für Facebook-Gewinnspiel und einmal dafür. Und der Fuß ist auch weg. Wieder jemand glücklich gemacht. Yay. Hey, so muss es sein. Ich will kurz ein Stück von den Rasterquick abschneiden für unsere Aktivitäten. Okay, pass auf, sollen wir mal, bevor das gute Stück, ne, wir müssen hier Ordnung. Also, du willst mir was sagen von wegen Ordnung, ne? Sieht genauso aus wie bei mir. Chaos. Kreative Chaos. Ja, natürlich, das habe ich ja auch nicht gesagt, dass das unkreativ ist, aber du haben hier schon großes Durcheinander. So, meine Liebe. Ich packe das mal eben ein und drapiere das woanders. Und dann kannst du jetzt hier schneiden. Was hältst du davon? Und darf ich diese, kann ich diese für die Flieseline benutzen? Das ist meine, die darfst du benutzen, natürlich. So, bist du sicher? Ja, ist sicher. Du musst jetzt nur erklären, was du da tust. Ich schneide einfach ein Stück zu. Aber wie groß? Ah, jetzt ein bisschen Pi mal Daumen etwas. Also du hältst dich jetzt nicht an die Vorlage 40 mal 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zählen auf Holländisch. Das alle mitbekommen? Ja. Gut. Ich kann es auch auf Japanisch. Echt? Komm. Ja. Ichi, ni, san, yon, go, oku, nana, hachi. Hachi. Hachi ist da 8. Ich jetzt bis, ja. Hachi ist 8. 8 ist eine schöne Zahl. Schön rund überall. Gefällt mir gut. Hachi. Großartig. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht davon. Nein. Aber das sollte doch schon, ich sage jetzt mal, wenn du ein Kissen 40 mal 40 wir machen hast, jetzt, ja, oder 30 klar, mal 30. Musst du auch 40 mal 40 zuschneiden. So, das meine ich doch. Ja. Also für alle, die jetzt mal mit dem Rasterquick arbeiten wollen, das ist gleichzeitig eine Einlage und eine Orientierungshilfe. Ja. Für Anfänger super gut geeignet. Das heißt, du hast gleichzeitig hinten schon eine Stabilität dahinter. Ja. Und kannst damit nach diesen Linien arbeiten. Okay, gut. Dann fang mal an. Und? Ich nehme noch mal kurz ein, wo haben wir Stecknadeln? Wir haben Stecknadeln. Und ich nehme noch mal ein paar Reststücken. Danke. Ja. Stecknadeln hast du alle da liegen neben dir. Ja, ja, auf ja, dem, ich weiß. Auf dem Magnetomaten. Aber andere wollten nur behilfreich sein. und ich nehme noch ein paar Reststücke Stoff. Um noch mal was Interessantes zu zeigen. Nee, die nicht. Ja.
Zeig du mal was Interessantes. Ich zeig manchmal mal was Interessantes. Aber das große Vorteil... Wir haben ja jetzt auch... Wir haben noch 30 Minuten Zeit, jetzt endlich mal was Interessantes zu zeigen. Endlich mal was Interessantes. Jetzt komm mal. Vielleicht gucke ich jetzt auch endlich mal intelligent. Quatsch. Alles gut. Das große Vorteil... Geht ihr dahin, Jungs? Von das Rasterquick ist, wenn man nicht super genau zugeschnitten hat, kann man doch ganz genau nähen. So, ich lege die hier drauf. Ganz kurz, du nimmst die linke Seite nach oben und nicht die andere. Ja, weil ich will die Linien sehen an meiner anderen Seite. Ich nähe an die andere Seite. Ich steck das jetzt so fest. Also quer stecken, damit ich über die Stecknadel rüber nähen kann. Und dann kann ich hier sehen, okay, diese Linie, daran nähe ich. Ach, und du nähst jetzt auf der Rasterquick-Seite? Ja. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von, deswegen bin ich froh, dass Linda da ist. In der Zeit zum Glück habe ich wieder nicht kontrolliert, wo meine Nadel steht. Weißt du, was ich in dem Fall immer mache? Sieht irgendwie so knubbelig aus. Nee, weißt du, was ich in dem Fall mache? Ich mache immer einmal ein Programm hoch und ein Programm wieder runter und ich bin in der Grundeinstellung. Ja, dann musst du wieder kontrollieren, dass du deine automatisch Verriegeln wieder angeschaltet hast. Ja, alles kann man halt nicht, aber zumindest bricht dir dabei die Nadel nicht ab. Nee, das stimmt. So, was ist denn jetzt billiger? Mit Handnähen. Da wäre ich schon fertig. Wieder wärst du schon fertig. Hier, willst du wieder so eine alte Nähnadel in der Hand? Komm. Anne, jetzt werd aber mal nicht witzig hier. So, das heißt, das Thema ist Quilten mit der Nähmaschine. Zuhören, Britta. Guck, jetzt nähe ich hier ganz... Ja, du wolltest wissen, wie das Rasterquick funktioniert. Nähe ich echt ganz gut entlang die Linie. Das ist das Vorteil von dem Rasterquick. Ne? Ich kann echt perfekt die Linien folgen. Und ich glaube, in dem Beispielvideo, was die gemacht haben, da war das so, dass man dann hinterher den Stoff auch abschneiden kann. Das heißt, das ist im das Prinzip... Das machen wir später. Ich mache das jetzt erstmal mit meinen Eckchen. Aber guck, jetzt siehst du, ich falte das nach außen. Und du siehst schon hier, dass ich... das ist die Webkante vom Stoff. Psst. Ich wollte sagen, ich habe fast geschnitten, Anna. Hab keine Angst. Jetzt ist sowieso... Pass auf. Passiert mir ständig. Nein, und die Kamera hält drauf. Du kannst nichts dagegen tun. Aber das ist der Webkante. Also das ist einfach schlecht gewebter Stoff. Das war der Weber in Schuld. Wir haben immer eine Ausrede. Nächste Läppchen lege ich da drauf. Also wieder rechts auf rechts. Die Stoffe dabei bleibt es ja nach wie vor. Ja. Und dann steckst du dir die auf dieses Rasterquick. Auf das Rasterquick. Und auch hier wieder. Jetzt leg, weil hätte ich jetzt hier die Nahtzugabe genommen. Dann wäre es da schon schief geworden. Ja, dann wäre es da schon schief geworden. Und das bei einer Decke von 2 Meter mal 2 Meter, das wäre ein Chaos geworden. Ja, das wird ein Chaos, das ist ein Dreieck, genau. Wenn du fertig bist. Ja. Aber es gibt keine dreieckigen Betten. Noch nicht, man weiß es ja nie heutzutage. Heute ist alles möglich. Eine Bekannte von mir hat ein rundes Bett. Ja, ein rundes Bett, das ist aber ein dreieckiges. Aber vielleicht das dreieckige Ding auf ein rundes Bett ist auch schön. So, und so weiter. Und es wird dann schön gerade. Stopp. Ich bin doch Anfängermensch. Ja. So, jetzt habe ich auch gleichzeitig dahinter schon eine Einlage. Ja. Und das ist natürlich... Ja, das ist speziell, wenn man Kleinteile macht, wie Kissen und Platzdeckchen. Platzdeckchen. Wie heißt das auf Holländisch? Placemat. Placemat ist auch netter. Ja. Platzdeckchen. Die dürfen auch ein bisschen Stabilität haben. Die können schon ein bisschen fester sein. Ja, es ist natürlich nur, wenn du sagst, ich will jetzt eine schöne Tagesdecke nähen und da will ich auch mal darunter liegen, wenn es ganz kalt ist. Dann wird es natürlich vielleicht ein bisschen steif und wenn man so ins Bett liegt, ist es vielleicht auch nicht so bequem. Entschuldigung. Ja, die ist halt genau so ein impulsives Wesen manchmal wie ich so. Ja gut, aber ich finde trotzdem, also das ist... Aber für die meisten, speziell für Anfänger, ist es wirklich ein hervorragendes Material und macht das Leben viel einfacher. Genau, und jetzt erklär das nämlich nochmal, was passiert, wenn ich nämlich nicht gut zuschneiden kann. Ja.
Das möchte ich nämlich jetzt auch noch mal sehen. Das war nämlich das, das könnt ihr auch wunderbar auf der Seite von bliseline.com sehen. Wenn ihr da Rasterquick eingebt, dann gibt es unter diesen ganzen ganz Sachen immer ganz schöne YouTube-Videos. Nein, aber auch auf der Seite von Bliseline gibt es da tolle Videos zu. Und dann kann man das noch mal nachvollziehen, wie das Ganze geht. Natürlich ist unsere Sendung zum Anschauen natürlich auch nicht schlecht, weil wir hier alle möglichen Varianten haben, plus der Fehler, die passieren können. Wie zum Beispiel was auszugleichen, ne, was du jetzt gerade gemacht hast. Ja, deswegen habe ich mich selbst zugeschnitten, weil gestern habe ich es schon wieder geschafft, um mir meine Finger zu schneiden. Nee, das wollen wir auch nicht, auf keinen Fall in die Finger schneiden. Deswegen mag ich Rollschneider nicht. Ich auch nicht. Ich bin auch der Scherenmensch. So, die Caro fragt, ist das Rasterquick wie Stickvlies mit Linien oder kann man es auch aufbügeln? Nee, das ist eher wie ein Stickvlies von der Qualität her. Also ne, muss man mal einmal sich vielleicht auch im Laden angucken. Das kann man nicht aufbügeln. Nee, ist nicht zum Aufbügeln. Nein, das ist eher wie ein Stickvlies zu sehen. Ja. Aber es gibt doch von Flieseline auch was mit einem Raster darauf, das zum Aufbügeln ist. Weil da habe ich mal mit Kinder mit. Weil dann bügelt man die nämlich erst auf das Raster und dann, dann nähen die das so fest. Und das ist speziell mit Kindern, da haben die super schnell ein Resultat. Ja. Da haben wir Workshops in Kassel mitgemacht. Ja, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße nach Firma Freudenberg. Wir brauchen dringend eine zweite Flieseline-Sendung. Da gibt es Fragen und Sachen, die man schön zeigen kann. Grüß von meiner Seite nochmal an die Eunike. Komm nochmal wieder. So, jetzt wir nochmal. Ich muss noch was nochmal sagen. Das ist kein Klebevlies. Nee, was Kastenfrosch. Der will, dass ich noch was sage. Entschuldigung, Carlina, das muss ich nochmal sagen. Das klingt so toll. Dann sprich einfach, ich hole mir noch ein Wasser in der Zeit. Ich habe zu dir Entschuldigung gesagt, weil ich dich umgehauen hast. Nee, sag einfach irgendwas nochmal. Zähl vielleicht nochmal auf Japanisch. Vielleicht das mache ich nicht. Ich brauche ein Wasser, bitte. Ja, wir müssen das noch mit den Rasterquick machen, mit Abschneiden. Mach du. Ich versuche zu überleben. Naja, so heiß ist es jetzt auch wieder nicht, Leute. Die Leute sind alle nicht so... Nein, die Sache ist die, das glaubt wirklich keiner. Das ist nicht mein Wetter. Ehrlich nicht. Ich bin fix und fertig. Ich hatte 2 Wochen Urlaub und da habe ich nur vor mich hin vegetiert. Und jetzt muss ich arbeiten bei dieser Wärme. Der Sento, der blüht jetzt erstmal richtig auf. Ne? Ich habe sogar noch einen Unterhemd. Ach. Da ist nicht dran zu denken. Ich sag nicht, was ich unten drunter habe. Wir haben gestern noch schnell diese Hose kürzer genäht. Schmaler genäht. Schmaler oder kürzer? Was jetzt? Schmaler. Linda hat abgenommen übrigens. Von der Hitze? Ich nicht. Von der Hitze? Nö. Nicht die Hitze? Guck. Und wenn ich jetzt gar nicht zuschneiden möchte? So, das ist jetzt für die, die nur die Restfetzen haben und zu faul sind, die jetzt kein Rollschneider haben, kein Brett und sagen, ach komm, ich mache hier mal eben Schnick, Schnick, Schnick und Schnack und habe da so ein grobes Viereck mir gezaubert. Was machen die Menschen? Guck, auch wieder, ich habe mein erstes Läppchen habe ich auf seine Stelle gelegt, das zweite Läppchen stecke ich jetzt auf seine Stelle. Was hier jetzt so rumhängt, lassen wir einfach da hängen. Was hängt, bleibt hängen. Ja, und auch wieder schön über die Linie nähen. Du dich da draußen über diese Nadeln drüber zu nähen, das ist ja schon wieder, grenzt ja schon wieder an Wahnsinn. Dürfte ich sogar von meinem Meister. Nee. Aber nicht mit Disco-Stecknadeln zu suchen, Leute. Die sind schön, die haben wir verlost. Ja, die sind ganz schön. So. Schön Disco und so weiter. Aber darüber nähen kannst du wohl nicht. Einmal kann man über alles nähen. So, guck. Und jetzt habe ich den Stecknadeln wieder raus. Ja, sogar über den Fuß kann man einmal nähen. Ja, sag ich ja. Ja. Einmal kannst du immer drüber nähen. Ja. So, jetzt falte ich das Läppchen da, wo ich es hin haben will. Ja. Und schneide das jetzt. Aber das ist schon viel, ich glaube, die schneiden das schon gar nicht so genau in dem Video. Ich glaube, schneiden die das wirklich nee, so genau? Nee, die schneiden ganz genau in das Video. Ehrlich? Ehrlich. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich habe dich eingeladen, aber, ich arbeite. Was für eine Schere hast du hier, hey? Britta braucht neue Schere. Ja, ich brauche. Ich weiß, dass ihr ganz tolle Kai-Schere im Sortiment habt. Pass auf, folgendes. Guck mich mal an. Und jetzt einmal Blick wenden. So. Da.
Da rein. Und jetzt sagst du das Ganze nochmal. Prim. Britta braucht eine neue Schere. Ihr habt auch von die schöne Kai-Schere mit lila Griffe. Die sind ganz toll. Lila passt auch gut in unser Farbkonzept hier. Ja. Lila passt überall praktisch rein, aber ins Blabla-Café besonders gut. Wollen wir mal gucken, ob es fruchtet. Ja. Du weißt, diese Schere, die hat jetzt schon ein Jahr auf dem Buckel und ich muss die ja immer verteidigen hier gegen diese, ja, gesamten Kojoten, die ja alle rumlauern, ja, und damit immer Papier schneiden wollen. Ja. Katastrophe, wenn ich mal einen Tag nicht da, schwupps, ist wieder alles durcheinander, ja, gewurschtelt hier. Die Thea möchte gerne sehen, wie ihr die zweite Reihe noch an die erste näht. Also die Thea möchte sehen, wie die zweite Reihe an die erste geht. Ich lehne mich zurück. Ich habe die Linda hier. Ich nähe erstmal hier dieses Läppchen wieder fest. Ich trinke in der Zeit. Hey, da geht was nicht gut. Da hat jemand sehr kreativ aufgespult, sehe ich. Nee, ich habe das ordentlich gemacht. Kann nur sein, dass es gerade zu Ende ist. Weil ich geizig bin und noch immer den letzten Unterfaden nehme. Nimm mal die schlecht schneidende Schere. So, dann werden wir jetzt heute Britta mal aufspulen. Nein! Doch! Ich habe das nicht gemacht. Zeig mal, was war denn da falsch dran? Das war erst umgewickelt. Ich zeig dir jetzt mal, wie du ordentlich aufspulst. Nee, das mache ich immer so. Ich wollte ja eigentlich noch ein Reststück hochkommen. Dann zeige ich noch mal den Leuten, wie man richtig auffädelt. Von innen nach außen durch das Loch. Ach, das mache ich nie. Nee, denn deswegen hast du da so eine Kuddelmuddel am Ende. Aber doch mal ohne Quatsch. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du jetzt endlich mal gelernt, wie du aufspust? Sei vorsichtig, junge Frau. Ich hab hier was eigentlich in der Hand. Ich gestern noch einen Stecknadel in meinem Fuß hatte. Ja. War nicht wirklich beeindruckt davon. So, und heute brichst du mir hier mal als erstes Schwupps, ne, weil du das nicht hin und her schieben kannst mit Programm 1, hast du die Nadel ab. Komm, wir sind quitt für heute. Und sowas von quitt. So, gibt's noch was im Chat? Heute ist wohl doch zu heiß. Hm. So, genau, die Frauke. Wie führe ich das Garn bei einer Zwillingsnadel? Zwillingsnadeln zusammen oder getrennt? Nee, ein anderer einfädeln. Also erst das eine einfädeln, dann das andere. Ist egal, ob man dann erst links einfädelt oder erst rechts. Zeige ich ja erst das da zu Ende. Ich bereite das schon mal vor. Ich assistiere heute. Ja. Bist du nächste Woche wieder da? Nächste Woche, ne? Nein, nächste Woche bist du nicht dabei, da habe ich auch Vertretung hier. Nächste Woche haben wir eine super Sondersendung, da geht es um Sticken. Da habe ich hier den Holger da und der wird hier ganz viel von Stickmaschinen und Sticken und erzählen und so und überhaupt auch ein ganz tolles Hobby. Und da setze ich mich auch einfach wieder hin und gucke nur zu, so wie heute. Oh ja, und Yuki hat auch, kommt auch bald eine Stickmaschine raus. Ehrlich? Ja. Ja, dann herzlich willkommen im Blabla-Café. Ja. Dann sehen wir uns ja. Hör mal, sag mal, wie oft sehen wir uns denn dann dieses? Quilten 2 muss kommen. Ja, Quilten 2. Das ist ja jetzt hier für und den Total. Und im November komme ich mit der neuen Yuki-Maschine, genau. Ja. Und dann kommst du mit der Stickmaschine, sobald die am Start ist. Ja. Ja, klar. Super, hervorragend. Das läuft doch hier. Nick, sag nicht, du trennst. Selbstverständlich. Die Karin, die trennt heimlich. Karin? Ja. Was passiert? Ich habe die falschen Reihen zusammengenäht. Ehrlich? Es ist zu heiß. Trennspaß! Weißt du, was super lustig ist, ne? Hast du das gerade mitgekriegt? Die Karin, die ist so ehrlich und sagt, ich habe die falschen Reihen zusammengenäht, total fertig. Und ganz hysterisches Lachen von der Anne. Der das auch passiert ist. Ein neues Muster. Genau, die aber einfach sagt, ach, ich wollte das Muster sowieso schon immer anders machen. Ne? Ja. Ist das nicht herrlich? Herrlich ist das. Sehr schön. Ich glaube, dein Kameramann ist gewohnt an kleinere Leute hier im... Nein, der kommt immer so nah. Ne, Sentu? Was hast du denn da? Jetzt guck dir das mal an. Der hat einen grün schimmernden Ventilator da dran. Sag mal, warum... Oh, das ist ja geil. Ja, total. Liebe Regie, ich sitze hier... Mit Uhrzeit da drauf. Das ist am allergeilste. Guck mal, die Uhrzeit ist da drauf. Finger weg, sonst tust du dir hinterher weh. Oh. Das ist richtig dein Ohr, ne? Was? Ich will auch sowas haben. Und wenn ich eine Stirnlampe aufsetze bei dem Wetter und da ist das dran, wenn das über so ein USB geht. Pass auf, komm her. Was?
Mach mal weiter jetzt und hast du es dann jetzt im Nacken? Nee, mach mal, dann geht das jetzt, dann nehme ich dem das mal eben weg hier. Wir haben Tonprobleme. Gibt Tonprobleme. Du hast jetzt hier die zweite. Das hast du jetzt dran gemacht heimlich und hast es denn auch erklärt? Der hat es aufgenommen, aber du hast es nicht erklärt. Ich glaube, ich habe was gesagt, aber das weiß ich auch nicht mehr, so ganz lange. Komm, wir müssen jetzt noch eine Ecke machen. Leute, ist zu heiß. Was kann man da tun? Nichts mehr. Wir können noch mal ein paar Läppchen, wir nehmen noch mal ein paar Reste. Nein, du machst jetzt noch eine Seite da dran. Und dann ja, aber ich hab nichts mehr. Ach, natürlich haben wir was. Ich muss mal eben kurz gucken. Ja, deswegen will ich kurz aufstehen. Aber das darf jetzt auch nicht mehr. Doch, steh auf. Ich habe auch gerade gesehen, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich habe da unten was zwischengedrömelt. Übrigens, jetzt greift der Wahnsinn hier um sich. Nur damit schon mal alles klar ist, lieber Holger, der jetzt auch im Chat ist, der nächste Woche hier ist, ne? Wir hatten mal so kurz drüber gesprochen, wie man sich hier anzieht im Blabla-Café. Weniger ist mehr. Also, oder? Was meinst du? Ein Unterhemd kann man eigentlich weglassen. Ich freue mich. Es ist echt Badelatsche. Nee, nicht nur Badelatsche. Kurzhose. Bikini-Oberteil. Ja, bei dem, da hast du wieder die Ploffbauch, die du dann wieder stecken musst. Hast du jetzt genug Stoff geholt? Nee, ich darf noch immer nicht aufstehen. Ja doch, du musst jetzt mal eben aufstehen. Also, wie gesagt, ich freue mich, dass du dann nächste Woche hier bist und das mit den Stickmaschinen mal klärst. Wovon ich auch keine Ahnung habe. Wie von dem Quilten. Jetzt nimm doch nicht das schönste Stück, was hast, da liegt doch noch so ein Fetzen. Da drunter, guck mal, der ist doch schon fertig, der Lappen, der gelbe. Ah ja. So. Alles muss man selber machen hier. Ich muss mal eben kurz... Du weißt es doch. Das sagten wir gerade schon. Ich muss mal eben den... Du hast mir nämlich so einen schönen Anstecker gegeben für die Zwillingsnadel, weil ich die das noch schuldig bin, die Erklärung. Aber... Ja, dann darfst du dich hier an der Maschine setzen. Nee, das machst... Pass auf, du erklärst das mit dem Anstückel nochmal schön und ich suche hier diesen zweiten Halter. In der Zeit kann der Sento mit seinem Gläser da wieder... Okay, dann mach den Zwillingsnadel wieder zurück in seine Packung. Aber jetzt musst du dazu auch mal ordentlich was erzählen. Ja, guck, ich lege das wieder so an, hier, da wo ich es dran haben will, weil ich will da hier die Linie. Also, ich steck das wieder auf seine Stelle. Linda, ich höre nichts. Ja, und weil ich am Stecken bin. Ach so, das ist Fernsehen, hier muss man reden. Ich habe gesagt, ich stecke das jetzt auf seine Stelle und danach muss ich das auch tatsächlich stecken, ne? Das geht dann nicht nur durch gesagt zu sein. Ich nehme mir ein Quilt, up. Quilt da. Das wäre ja so. Also ich habe den ganzen... Koch mir einen Topf, up. Jetzt dreht sie durch. Jetzt ist vorbei. Was, wie viele Minuten haben wir noch? 11. Das schaffen wir. Wir schaffen die 11 Minuten. Ja. Wir beide schaffen das. Das hoffe ich wohl, bevor wir wirklich hier aus dem Fest. Ich will auch gucken, wo wir um Gottes Willen nähen. Wir nähen können wir beide schon lange nicht mehr. Sag mal. Ich habe tatsächlich 3 Monate nicht genäht in den Niederlanden, wenn ich da war. Ich habe wirklich Entzug. Das darfst du so nicht sagen. Du musst sagen, du nähst jeden Tag ein bisschen. Ja, das mache ich normal auch. Aber ich war 3 Monate in Holland und da hatte ich keine Nähmaschine. Sondern nur ein Fahrrad. Ja, ich habe 3 Monate ganz schöne Radtouren gemacht. Wird ihr meine ganz muskulierte Waden sehen, Leute? Das ist das Resultat von meinen 3 Monaten in Niederlande. Darfst du nicht sagen, ob man deine Waden sehen will? Hier sind ein männliches Team. Ja, die wollen deine Waden sehen. Soll ich es hochhalten, die Wade? Hast du es jetzt erklärt, was du getan hast? Ich habe jetzt genäht von da bis da. Hier. Entlang die Linie. Aber du hast... Es ist vorbei. Ich glaube, mein Gast kann nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch 11 Minuten lachen. Nein, das ist falsch. Wir haben nur noch 9 Minuten 55 Sekunden. Pass auf. Also ja. Du hast jetzt dich an der... Für alle, die das jetzt gesehen haben... Du hast genäht von da nach da und du siehst unter diesem Rasterquick genau, wo dein Ende an der Stelle ist. Und deswegen hast du jetzt das nächste Teil da dran gewurstelt, um es jetzt zu entnadeln. Ja. Und jetzt, man sieht schon diesen schrägen Lappen, den man irgendwo her hatte.
Der ist jetzt aber wieder mega gut und super in diesem Rasterquick. Ich hoffe, jetzt ist die Frage, es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, von wem die war, beantwortet, wie man jetzt die zweite Reihe da dran kriegt. Und jetzt kann man natürlich wieder schneiden. Man kann jetzt auch ein größeres Stück nehmen, je nachdem, wie das jetzt gerade so war. Man kann es auch zwischenbügeln, das ist auch manchmal gar nicht so. Diese Schere, Leute. Ach, dann nimm doch die hier von Prim. Die will sie auch nicht. Und ich will das auch ein Tick schmaler und dann gucke ich hier wieder entlang an Linie und dann gucke ich, sehe die Linien auch durch den Stoff durch, ne? Ja, aber ich guck mal, ich will das jetzt gar nicht so klein haben. Ich will das so klein haben. Sieh ein bisschen Kindergarten heute, ne? Das ist ja nicht wie im Kindergarten, das ist so, wenn Frauen blond geballt hier sitzen, bei 37 Grad Außentemperatur und innen drin. Hey, innen drin ist echt kein Unterschied mit Februar. Genau. Und wie bekommst du bei einer zweiten Quadratreihe die Nähte mit? Guck, wie schön ich schneiden kann. Da ist wieder eine Frage. Da ist eine pingelige Tante, die Thea hat. Sie schreibt selber, sie ist eine pingelige Tante. Aber wie bekommst du bei einer zweiten Quadratreihe die Nähte mit der ersten Reihe genau aufeinander? Ah, hat eine von euch schon die Reihe? Ja, da. Jawohl. Karin ist da schon mit beschäftigt. Ja, und das zeige ich da kurz den Tricks, weil das ist ganz gut. Ja, dann geh schnell dahin, ich bleib hier sitzen. Die Kameras dürfen mit Linda mitgehen. Guck, wie man die genau aufeinander, die eine Nahtzugabe in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung, wodurch die hier gegeneinander stoßen. Ja. Karin hat das bei jeder Strecke perfekt gemacht. Eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung, die stoßen gegeneinander und dann hier, guck mal, naja, fast. Na fast. Aber guck mal, dadurch, weil hier die Nahtzugabe hier so gegeneinander drücken, bleiben die perfekt aufeinander. Ist damit die Frage beantwortet? Schrei den Chat an, nicht mich. Ja, ich bin jetzt auch nicht am Anschreien, ich bin den Kamera am Schreien. Ich bin da raus. So, wir hatten noch eine Frage im Chat. Wir warten, bis die Thea mal schreibt. Ja, Thea schreibt super, danke, das haben wir abgearbeitet. Ey, super. Guck mal, jetzt das Resultat von meiner Zuschneideaktion. Guck, wie schön ich schneiden kann, Leute. Mit 37 Grad Außentemperatur. Und innen. Und Innentemperatur. Mit schwitzenden Knie kriegt man dieses Resultat. Aber super Waden. Ja. So. Das ist ja eine Macke. Ruhe. Ja, das ist echt, aber diese Schere ist echt unmöglich. Jetzt hör doch mal auf mit meiner Schere, du bist schlimm heute. So, pass auf, wir hatten noch eine Frage im Chat. Ich habe schon umgeswitcht. Und zwar... Blöde Zwillingsnadel. Nee, die ist nicht blöd. Die ist schön und die steckt schon da drin, die Zwillingsnadel. Und zwar habe ich eine 4,0. Universal. Stretch. Genau. Nee. Guck auf die Faust. So, und jetzt kommt der Nupsi, den man immer braucht. Und das ist total so. Da kommt er nämlich hin. Ja. Das ist wirklich was. Da habe ich nämlich auch beim ersten Mal geheult und habe dich angerufen und habe gesagt, verdammt, wo ist denn da der Halter? Ja. Da hast du gesagt, den muss man extra kaufen. Hab ich gesagt, das will ich nicht und dann hast du mir einen zugeschickt. So war das. Hab ich das gemacht? Ja, ich glaube, ich habe den an einer Messe habe ich dir einen abgeschwatzt. Ah ja. Martin hat mir ein Lineal abgeschwatzt. Aber der habe ich zurückgekriegt. Der musste doch mit das Lineal aufs Foto. Erinnerst du dich das hier auf der Kreativa? Auf der Kreativa hast du die Linda angequatscht? Ja, da musste der wollte. Du brauchst es irgendeinem Nupsi. Und in meiner Kamera habe ich ein Bild von dir mit dem Nupsi. Richtig. Weil du hast es dann meiner Kollegin zurückgegeben und der hat sich nie bei mir gemeldet, dass das Teil zurück war. Also, doch, wir haben alles zurückgegeben. Er hat alles zurückgegeben, aber niemand hat mir erzählt, dass ihr alles zurückgegeben habt, weil ich war nicht da. Ach so, deswegen. Ja, und erst dann wird das Bild gelöscht, wenn ich bestätigt habe, dass es sich... Das ist ein internes Kommunikationsproblem bei euch, da können wir nichts für. Nee, da könnt ihr nichts für. So, da ist noch eine Frage. Es gibt auch Quiltstecknadeln. Worin unterscheiden sich die von normalen und was sind eigentlich Disco-Stecknadeln? So, die hole ich jetzt mal eben raus. Hol die mal kurz raus. Quiltstecknadeln sind extra lang. Die sind fast zweimal so lang als normale Stecknadeln, dass wenn man das Quilten macht, also das Freihandquilten, man die Lage, die Fließlage, die Unterlage und so weiter ordentlich zusammenstecken kann. Ja, ich habe auch so extra lange Stecknadeln. Disco.
Die heißen Schwesternnadeln. Zufällig was von den Bee Gees? Die sind ganz schrecklich. So, stopp, du musst das jetzt in Ruhe zeigen. Weiß das keiner. Also, ganz kurz. Ja. Das sind Disco-Stecknadeln. Das sind die, die sind so besonders... Disco, Disco. Sag mal Disco. Disco, Disco. Disco, Disco. Die sind besonders schön anzuschauen. Aber wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Also die sind aber alles, was schön anzuschauen ist, ist nicht immer praktisch. Nee. So, da hören wir jetzt einfach auf. Ja. Wir können das übertragen in verschiedene Welten. Darf ich diese mal kurz anschauen? Guck, ja, genau. Diese sind von der Marke Prim. Das sind Prim. Ja. Prim. Prim. Jetzt ist gut. Prim. Prim. Leute, Prim. Es sind nur noch 3 Minuten, jetzt kommen wir zum Ende. Prim, das sind gute Qualität. Es gibt auch die Kreise, die man auf dem Markt kauft mit den Disco-Stecknadeln. Und die sind leider ganz oft im Nähkursen und die sind stumpf. Damit machst du deine Stoffe kaputt. Mit Prim natürlich. Prim natürlich nicht. So, das ist Qualität. Genau. Grundsätzlich sollte man immer Qualität kaufen, oder? Ja. Ja, ja, immer Qualität. Bei Scheren, Stecknadeln, Nähmaschinennadeln. So. Was ist hier jetzt los mit dem, warum rollt das nicht schön ab? Het is echt zo warm voor een zwillingsnadel, Leute. Echt. Nein, mach doch den kleinen und den großen. Allererst erzähl ich was über den Zwillingsnadel. Warum? Also erstmal braucht man den Halter, den zweiten Halter da, den Nupsi. Den braucht man als erstes bei einer Yuki. Hier, den hier, Ette. Und da kommt dann der zweite Faden drauf, die zweite Garnrolle. Oh, das ist, oh, die, ja, das, was ich hier da drauf gebaut habe. So. Entschuldigung, das ist echt, ich weiß, ich hole dich gerne aber da wieder ab, wo du aufgehört hast oder verrückt geworden bist. Erstmal kurz was über Zwillingsnadeln. 3 Minuten. Sind entwickelt, um Biesen zu nähen. Also Sachen zusammenzuziehen. Jetzt werden die benutzt für Säume und beschwert jede sich, dass das den Stoff zusammenzieht. Aber das ist genau das Zweck der Nadel. Also Säumen am besten mit einem Schmuckstich oder ein... Ich sag's Ihnen allen, genau ins Gesicht. Säume am besten mit einem Schmuckstich, ein Overlockstich oder ein Imitat Coverlocknaht. Oder eine Coverlock gleich kaufen. Ein, wenn du sehr viel säumst, ist es wirklich empfehlenswert, eine Coverlockmaschine zu kaufen. Aber der Zwillingsnadel ist da nicht für geeignet. Bereit dich vor auf ganz viel Ärger. So, jetzt haben wir denn das. Und jetzt gucken wir zu, wie ich mich ganz tolle ärgere an diese Zwillingsnadel. Der Kameramann bricht gleich schon zusammen hinter uns. Also für alle, die die Sendung im Winter gucken, falls euch kalt wird, also die Sendung ist dann gut, um die im Winter zu gucken, dann wird euch warm beim Zugucken. Weil es wir ist auch hier im Februar genauso warm. Das stimmt doch nicht, jetzt sei doch mal still. Hier ist immer schön warm. Also, ein Fädel. Nee, das hast du jetzt auch, jetzt bin ich, das hat die Kamera. Ja, da musst du auf, da musst du gucken. Statt labern. Ja, also du hast ganz normal den zweiten Faden wie den ersten eingefädelt. Ich habe meinen Mund aufgemacht, um das zu erzählen. So, und dann hast du die zweite Nadel eingefädelt. Beide einfädeln vom Hand. Deine Nadeleinfädler nicht benutzen, unabhängig von welcher Marke deine Maschine ist. So, auch geklärt. Also den zweiten Halter montieren, dann den gleichen Weg benutzen wie den anderen Faden auch, also die gleiche Fadenführung und dann beide Nadeln von Hand einfädeln und wenn nicht, eine Lupe benutzen. So, und jetzt? Und jetzt nähen. So, dann näh du mal deine Zwillingsnaht. Ja, jetzt habe ich hier eine Stretchnadel und keine Stretchstoffe. Ja, das ist halt, jetzt müssen wir improvisieren. Aber was, was ist jetzt mit der Fadenspannung? Das muss man testen. Okay. Das ist, meistens muss nicht angepasst werden, aber ich fange immer an mit einer Fadenspannung auf 4. Du lässt sie also erstmal stehen? Immer erst stehen. Mit was du auch machst, weil das ist öfter, dass bei bestimmten Materialien, dünne Materialien brauchen fast immer niedrigere Spannung, mit dickeres Garn braucht man fast immer eine höhere Spannung. Ja. Aber fang immer an auf der Standardspannung und arbeite dann runter oder hoch. So, guck mal, da sagen die alle, die machen das gerne. Ich hasse die Zwillingsnadel, brauche ich nie. Nee. Und die nächste schreibt... Einverstanden! Und die eine sagt, ich liebe Zwillingsnadel und macht das immer so. Aber so ist das im Leben. Alle sind anders, alle benutzen das... Sani, du hast recht. Und alle... Und jeder muss das ausprobieren und das finden, womit er selber glücklich werden kann. Das ist so im Leben. Das ist auch vom Nähen wieder übertragbar. So. So.
Jetzt würde ich selbst auch nicht abschneiden oder den Fadenabschneider benutzen. Und jetzt stopp, erstmal zeigen. Zeig. So. Also, es ist jetzt schön platt, aber ich wollte eine Biese, also das bedeutet, dass ich die Spannung ein bisschen höher stelle. Wenn du eine Biese nähen willst. Also man hätte sich jetzt auch vorstellen können, von der linken Seite sieht das übrigens dann so aus. Wenn man das jetzt natürlich umklappt und es wäre jetzt mit einer Overlock versäubert, dann könnte man sich natürlich vorstellen, so wenn das da durchgenäht wäre, hättest du es denn getan, wäre das dann dein Zwillingsnadelsaum. Ja. Das kann gut gehen. Kann aber auch nicht gut gehen. Und es kann auch ganz viel Ärger geben. Das ist so im Leben. Ja, machen Leute, die Dame, die sagt, ich komme ganz gut klar mit der Zwillingsnadel, vielleicht ist das ein ganz geduldiger Mensch. Und ja, aber das ist halt so. Ich bin das nicht. Bei mir muss das direkt klappen. Zack, und dann zack, zack. Ja. Gut. So, und jetzt mach noch mal einmal eine Biese. Hat zwar nichts mit Quilten zu tun, aber man kann auch gebieste Stoffe quilten. Oder? Jetzt hast du auf 6 oben gestellt, ne? Die Änderung ist jetzt 6, die Fadenspannung. Passiert immer noch nichts. Die näht, wie sie näht. Ja. Die will das nicht. Ich fürchte auch, weil das eine Stretchnadel ist und ich keinen Stretchstoff habe. Das liegt echt an der Nadel? Ja, das liegt echt an der Nadel. Warum denkst du, dass es Stretchnadeln gibt? Und aber wir haben ja auch, ganz ehrlich, ist ja auch gerade nicht unser Thema. Jetzt haben wir einfach nur ein schönes Muster gemacht. Ja, wir haben jetzt ein wunderschönes Muster gemacht. Eine Zwischenfrage von der Hilke. Ja, Hilke. Fädelt ihr bei der Zwillingsnadel auch durch dieselbe Spannungsscheibe? Ja. Wenn ich das mache, bekomme ich immer ein Drama. Wenn ich die zwischen die unterschiedlichen Spannungsscheiben fädele, dann wird's prima. Ja, wir haben ja schon einen Tipp gegeben. Schmeiß die Zwillingsnadel weg. Ne? Ja, ach so, wegschmeißen. Und kauf dir eine Coverlock. Kann der Kameramann ganz genau hier drauf filmen? Die moderne Maschine haben meistens nur eine Spannungsscheibe. Ältere Maschinen, die haben oft 2 Spannungsscheiben. Hast du 2 Spannungsscheiben, dann auch die beiden Spannungsscheiben nutzen. Mhm. Hast du das nicht, dann hast du natürlich keinen anderen Wahl als beide durch der gleiche Spannungsscheibe. Okay. Und ein gewisser Holger P. bietet an, eine Schere mitzubringen. Ja, Holger, bring eine Schere mit. Du kannst auch bitte, Holger, bitte. Das ganze Sortiment bringen. Das Modeatelier sollte sich bringt auch immer die eigenen Scheren mit. Die sind ja, mache ich ab jetzt auch. Die sind golden. Meine sind nicht golden. Aber du hast ja den meine Aufruf sind von Prim. Naja, die werden in Deutschland von Prim, verkauft. Der Timer ist aus. So, du hast nichts geschafft heute. Nichts? Du hast, stolz. So, wo ist jetzt ich habe hier ganz schön geschnitten. Wo ist jetzt dein Quilt? Da, das lag doch hier auf dem Tisch. Stand Yuki da drauf und so. Den hast du mitgebracht, aber ja, du wolltest doch in der Sendung hier uns mal einen vorführen. Nee, ich wollte euch zeigen, wie es geht. Das bedeutet nicht, dass ihr selbst was macht. So, Linda, wir sind fertig. Arbeiten. Was ist mit euch da hinten? Seid ihr fertig? Habt ihr ein Produkt? Fertig mit der Welt. Liebe Anne, ja? Ist es soweit? Ich mache noch schnell eine Naht und dann möchte ich das Vorher-Nachher-Bild haben. Ja, wunderbar. So machen wir das. Hoffentlich kann der nicht, ich glaube, der Jan kann das nicht einblenden, weil wir haben davon, glaube ich, keinen Screenshot parat. Ich weiß nicht, ob das geht. Ach, hält von der Aufnahme des Quiltes, von, also das Originalbild als von der Anne, weil die Karin hat ihr es so gemacht, wie es war, das habe ich gesehen. Aber die Anne, die hat, glaube ich, ein wildes Bild. Können wir das noch einblenden? Nee, leider nicht. Von Minute 45. Können wir nicht. Die können Regie nicht. Sagt, nein, können wir nicht. So. Ah, schade. Ist da noch was? Nee, nur Sani, die macht den Trikotagestich, den dreigeteilten Zickzackstich nennt sie den. Kannst du ihn auch nennen. Wo ist denn der? Gibt es den hier? Zeig mal, können wir den hier das zeigen? Ist die Stich Nummer 4. Und die benutzt sie zum Säumen. So. Und da gebe ich ihr also recht, das quatschen. Ist ein guter Stich. Man kann diese benutzen, man kann auch diese benutzen oder diese. Ja, diese ganzen Elastikstiche sind schon nett. Die oder diese, die sind auch toll. Ja. Aber man kann auch mit einem Blättchen oder einem Dingchen. Pass aber auf mit Smuckstichen. Die kriegst du nie im Leben getrennt. Also sei sehr sicher von deinem Saum. Wir sind immer sicher im Säumen. So. Klar. Komm, wir gehen schon mal dahin und geben der Anne die Chance, gleich nachzuhuschen. Dann können wir noch mal einmal Revue passieren lassen, was hier heute passiert ist. Mann, hier ist was los gewesen. Karin, auf. Komm, wir haben es gleich geschafft. Mit Sprudelbecher.
Und du wolltest noch bügeln. Hast du jetzt das schon mal einmal drüber gewickelt? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Mach schnell das Bügeleisen aus. Und danke, der will die Anna auch noch bügeln. So, meine Lieben, wir hatten heute viel Spaß. Wie immer eigentlich. Und eigentlich könntest du jede Woche hier vorbeikommen. Das war auch echt die beste Sendung überhaupt. Ihr habt so viel gelernt. Er hat gelernt, wie man Viereckchen zusammennäht. Ach so, meinst du? Ich bin echt begeistert vom Denkenden. Nein, wir haben ja an das Thema erstmal rangewagt. Und wir haben uns ja jetzt wirklich für alle Menschen, die da noch gar nicht so mit gearbeitet haben, haben wir ja jetzt, oder du besser gesagt, hast den Anstoß gegeben. Wir müssen es ja mal so sehen. Nicht alle sind so begabt wie deine beiden Beispiele, die wir da eingeblendet hatten. Deswegen, das hat nichts mit dem zu tun, was da. Was vorher war, ne? So. Nee, das ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich will nicht zwei den gleichen beieinander. So, meine Lieben, unser Thema war Quilten oder ist immer noch Quilten. Und Patchworken Quilten. Lassen wir es ein bisschen mehr, ein bisschen weit. Das Thema war Quilten, aber gequiltet haben wir nicht. Nein, aber wir haben den Anfang. Patchwork und Quilten, das habe ich schon von Anfang gesagt, aber sie wird es immer abkürzen. Ach, jetzt, Mann, du kommst doch auch nochmal wieder, aber das Prinzip ist noch klar. Nun, hör doch mal genau. Auf. Es macht doch nicht alles immer so brummelig schlecht hier. So, meine Lieben. Also das Thema war Quilten und es ist auch immer noch. Wir haben hier diese eine Schmuckseite. Wenn man fertig wird, kann es so aussehen. Und die Schmuckseite... Oder noch viel besser. Ja, und wir haben jetzt nichts Wattiertes hintergelegt. Da ist jetzt keine Watte hinter und wir haben keinen zweiten Stoff auf die Rückseite gelegt. Und dann könnte man jetzt noch hier im Nahtschatten durchsteppen. Das wäre jetzt der nächste Schritt, den man machen könnte. Wir haben angefangen, indem wir gesagt haben, möchtest du erst die umhängen oder sollen wir es nochmal wieder? Ich gehe das Ding nicht umhängen, so, nee, im Leben. Warte mal, wir müssen unser Bügeleisen, dem schon die Zunge raushängt, das können wir als Beschwerung da oben draufsetzen. So, die Karin und beißt die Anne. Ha? Das Rot beißt mit meinem Pink. Das ist fertig. Ach so, das meinst du. Ja, das ist unser, das hat den Bügelsong gesungen bei uns, das Bügeleisen. Die Karin, die hat aus Reststücken, nämlich hier wunderbar die Quadrate geschnitten. Sag mal eben selbst, wie du dazu gekommen bist, was da der Auslöser war, dass du diese Größe gewählt hast. Weil ich von dem blauen Stoff nur einen Streifen in dieser Größe hatte. Genau. Also habe ich alle dazu angepasst. Super. Und die Größe ist jetzt hier für ein, so ein Querkissen könnte man das benutzen oder man kann das auch noch weiter umranden mit großen Stück Streifen. Auf jeden Fall kann man da jetzt immer so weitermachen. Und sie hat also verschiedene Stücke genommen. Man sieht wunderbar, dass man da ganz viele einzelne kleine Reste gut verbrauchen kann. Und ein Hingucker hat sie reingemacht, auch nur ein kleines Stückchen hatten wir davon. Ja. Ne? Das war wirklich nur dieses eine Teil. Genau. Und dann sieht man auch, dass es sich manchmal lohnt, nur so einen kleinen Fetzen aufzubewahren, aber nicht so viel. Also wenn ein Zimmer voll ist, muss man aufhören. Oder umziehen. Oder umziehen. Oder die Garage nutzen oder was auch immer tun. Okay, das war dein Ergebnis für heute. Liebe Anne. Ich bin sprachlos. Ich auch. Also das Ergebnis, halt's bitte in die Kamera. Für alle, die den Stream im Nachhinein anschauen, ihr könnt das mal vergleichen. Also nee, halt ruhig in die richtig da vorne rein. Mit dem, was sie vorhatte, ungefähr bei Minute 50 oder 60 und Ende der Sendung, nämlich jetzt, ihr könnt mal so hin und her switchen. Das hat nichts miteinander zu tun. Das kann auch passieren, aber jetzt sagst du natürlich was. Das, du hast dich umentschieden. Es sieht viel besser aus. Ja, und so. Ich habe irgendwann den Überblick verloren. So. Hier sind zwei gleiche. Hier ist gar kein Blumenmuster mehr drin. Also ich werde zu Hause trennen müssen. Nein, es ist wunderschön so. Also ihr seht, man kann, ob man alleine patchworkt oder zu zweit, zu dritt, egal, oder sich diese Sendung nochmal anschaut, man kann viel Spaß damit haben. Du hast was getan. Du hast auch geschnitten gestern schon. Du hast Läppchen aneinander genäht und du hast ein bisschen was in den Finger geschnitten und das gezeigt. So, jetzt erklär du mal, warum bist du nicht weitergekommen, liebe Linda? Weil ich viel zu viel labern müsste. Warum ist das dabei nur rausgekommen? Guck mal, was die Damen hier geschafft haben. Du hast Schere. Ich hab eine falsche Schere. So, jetzt was hast du noch mal gemacht? Also, die Linda hat drei... Ich habe drei Läppchen. Aneinander genäht. Ein, zwei, drei, vier Läppchen. Wieder aneinander genäht. Ja. Hey, und ich habe nur Streifen ohne Rastequick zusammengenäht, ne? Drei Läppchen. Hat sie auch. Also dann sind wir hier bei sechs Läppchen. Hier 7, 8, 9, 10 Läppchen zusammengenäht. Also das, halt fest. Keine Konkurrenz für uns. Ich bin begeistert.
Also du darfst wiederkommen. Toll. Da ist noch Luft nach oben. Okay. Sie hat übrigens auch eine Nadel abgebrochen in der Sendung. Ja. Nur so viel dazu. Ja. Ja, also wir müssen noch mal alles in die Kamera halten. Und du kannst nicht ausspulen. Ich kann nicht ausspulen, das habe ich jetzt auch gelernt. Okay, mea culpa. Alles noch mal hinhalten, aufzeigen. Wir werden jetzt die Sendung abrupt beenden. Ich bedanke mich bei meinem ganzen Team. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Genau, und beehrt uns wieder. Die Linda kommt wieder mit Quilten 2. Da geht es so ein bisschen weiter. Wir werden vielleicht euch beide auch noch mal sehen. Entweder ihr bringt das noch mal mit oder vielleicht, wie ihr es dann schon fertig gemacht habt, damit wir das Prinzip des Quiltens durchsteppen und so auch noch mal machen. Aber da gibt es ja so viele Varianten. Wie gesagt, schaut euch noch mal die tollen Internetseiten an von... Wie heißen die beiden? Birgit Schüler und Ted Storm. Genau, Ted Storm, die wirklich hervorragende Sachen machen. Also ein tolles Thema, um anzufangen, auch Kinder damit reinzubringen, wenn man mit diesem Rasterquick arbeitet oder sämtliche Spezialfüßchen nutzt, die das, die Yuki so hergibt. Ne? Also hier, ich halte die nochmal einmal. Der Armstückelfuß. Ja, hier und dieser überhaupt, der wie heißt der nochmal? Der Einviertelfuß. Auf jeden Fall, die Füße heißen alle anders, nicht nur rechts und links. Sondern die heißen ganz ist hervorragend. Es ist zu warm, ich höre jetzt auf. Nächste Woche freue ich mich, den Holger begrüßen zu dürfen. Und die Kathi, die kommt auch vorbei. Und ich freue mich auch auf die Anke. Und es ist eine ganz tolle Sendung. Wieder ein bisschen was Besonderes, weil eine komplette Sondersendung. Sonder. Weil es geht ums Sticken. Hat mit Nähen nicht ganz so viel zu tun. Also doch schon was zu tun, aber... Wir konzentrieren uns auf Sticken. Mit Maschine oder vom Hand? Nee, wir sticken nicht mit der Hand. Das überlasse ich der Inge und dem Jochen. Aber das mache ich auch. Okay, auf jeden Fall. Lenk sie ab. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei der Linda, die wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit geliefert hat. Wir drehen jetzt hier gerade alle durch bei meinem Team, bei dem Kurt, der toll spielt, bei den beiden Damen von den Dortmunder Erzkissen. Und wir machen jetzt einfach Schluss. Finito. Komm, einmal winken. Die reagieren nur aufs Winken, die Kameraleute. Ist Zeit für die Sonnenbrille. Wir steppen heute. Hol mal Schüssel kaltes Wasser. Wen soll ich anrufen? Ich finde, wir verdienen jetzt einen Applaus. Tschüss. Liebe Freunde der geraden Naht, bei ONE arbeiten wir mit Madeira-Garnen, hochwertigen und strapazierfähigen Garnen aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yuki-Nähmaschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yuki-Nähmaschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei ONE haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prüm, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei ONE. Hilco-Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern, wie zum Beispiel Hamburger Liebe, neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.